Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde und ich bin wieder nicht vorbereitet. Also ich mache einfach das hier, guck mal. Hier, Vampire the Masquerade in der 5. Edition. So. Und heute mit dabei die Lilio als Dr. Angela. Hallöchen. Und der Rerion als Vertretung für unseren allerliebsten Gangrel spielt heute Ronan. Hey. Und der Araiguma spielt Aisea. Hallo zusammen. Und Feramin, last but not least, spielt Samantha. Hallo. Ja, wir befinden uns immer noch in der Stadt ohne Namen, an der Grenze zu Texas. Und ja, unsere Vampire sind ja, vollwertige Mitglieder der Stadt, mehr oder weniger damit glücklich. Und ja, die Stadt hat nicht nur das Problem, dass sie keinen Namen hat, sondern auch das Problem, dass sie keinen Prinzen hat. Momentan zumindest nicht. Also die Camarilla ist etwas führungslos. Und ja, die Vampire werden wohl demnächst anfangen, damit einen neuen Prinzen zu wählen. Was ein bisschen Konfusität in dieses kleine Städtchen hineinbringt, denn viele Sachen sind ja, in der Schwebe. Unsere Vampire haben sich allerdings das Bleiberecht erstritten und versuchen jetzt Fuß zu fassen und sich zu arrangieren mit den örtlichen Gegebenheiten. Und das bleibt natürlich nicht verborgen einigen machtgierigen anderen Vampiren. Und auch innerhalb der Charaktere bzw. den Bezugspersonen gibt es einige Probleme. Denn der Klüngel um Samantha und Dr. Angela ist, naja, etwas brüchig geworden in der letzten Folge, weil Aisea mal kurz in das Wespennest hineingestochen hat und eine große, wie hat es heute der Dollard Power war es, glaube ich, der auf YouTube heute den Kommentar hinterlassen hat. Er hat im Kartenhaus eine Karte hinausgezogen und sie mit Zwietracht ersetzt. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes, passendes Bild. Und ja, es ist alles ein bisschen in der Schwebe, auch in der im Klüngel der beiden Vampirfrauen. Geht auch darum, dass Aisea sich ein Duell geliefert hat auf ganz eigenartige Ventru-Art mit dem Klüngelmitglied John, den Samantha ja sowieso nicht so gut leiden kann. Und ja, alle versuchen so ein bisschen so ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und ja, das weitere Problem, was diese Stadt auch für Vampire in sich birgt, ist, dass Vampire die Stadt nicht verlassen können. Aus irgendeinem überirdischen, mystischen Grund wird man an der Grenze eher, naja, zur Fackel, wenn man ein Vampir ist. Aisea hat das schmerzhaft einmal ausprobiert. Aber ja, probieren geht über studieren, so sagt der ein schlauer Ventrum einmal. Ja, und beim letzten Mal haben außerdem Aisea und John festgestellt, dass sie eine Verbündete nun haben in der Vampirgesellschaft, nämlich Sabra Ortiz, die Primogen der Ventrus. Ist total begeistert davon, dass es ein andere Ventrus in der Stadt gibt. Und ja, möchte sich darum kümmern, dass sie natürlich auch zum Elysium eingeladen werden und so weiter und so fort. Ja, auf die Aktion von Aisea mit dem Säen der Zwietracht hat Samantha beim letzten Mal sehr allergisch reagiert und hat ja eine große Szene hinterlassen oder eine Szene gemacht, ich glaube, so nennt man das, mit ihrem Erschaffer Andrew, der das Ganze noch nicht so richtig wahrhaben will, dass der Klüngel zerbricht und dass man John vielleicht nicht so ganz trauen sollte. Und Dr. Angela war ein bisschen zwischen den Stühlen und hat versucht zu vermitteln und hat tatsächlich nachher versucht, auch ein bisschen Seelsorge für den armen Andrew zu leisten.
Und der hat ihr dann offenbart, dass ja, er ab sofort nicht mehr sich das Gedächtnis löschen lassen möchte. Und dafür allerdings damit rechnet, dass schlimme Dinge passieren werden mit ihm. Und um dem vorzubeugen, dass Angela darunter nicht leidet und andere Unschuldige darunter auch nicht leiden, hat der Angela einen Pflock gegeben. Was das wohl als Andeutung bedeutet. Nun ja, für alle, die jetzt zum ersten Mal zugucken, lege euch nochmal ans Herzen, wir bespielen in der World of Darkness. Das heißt, es kann zu Themen und Themenkomplexen kommen, die nicht gerade sehr familienfreundlich und fluffig sind. Meine Spielerinnen und Spieler spielen Vampire, Ausgeburten der Hölle und der bösartig und Abgründigkeit. Und das kann passieren, dass das auch Thema wird. Und falls ihr zwischendurch irgendwas entdeckt, was euch triggert oder was euch irgendwie nicht gut tut, dann schaltet lieber ab. Keiner zwingt euch, das hier zu gucken. Und es gibt genug andere plüschige Sachen woanders zu entdecken. Macht das dann aber auch bitte. So. Ja, soweit die Zusammenfassung. Und der kleine Warnhinweis und ja. Hinweis generell auf die World of Darkness. Ja, wir haben beim letzten Mal ja den Klüngel verlassen. Samantha hat sich eingeschlossen im gemeinsamen Schlafzimmer. Dr. Angela war mit Andrew ja im Gespräch gewesen. Althea hat sich zurückgezogen in sein Domizil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Ronan war ja eine ganze Weile schon nicht da. Falls ihr euch übrigens heute fragt, wo der Kakko denn abgeblieben ist, einmal bitte ganz doll Kakko-Liebe in den Chat reinschreiben. Der ist, glaube ich, auch gerade als Zugucker da. Dem geht's nämlich heute nicht besonders gut. Und deswegen spielt er heute nicht mit, sondern guckt nur zu. Also einmal gute Besserungswünsche in den Chat schreiben für den Kakko. Kleine Anmerkung neben der guten Besserung für Kakko. Also er hat sich ein Motel gesucht, irgendwo weit außerhalb, weil Ah ja, damit er nicht gefunden wird, ja. genau. John kennt ja meine Adresse und das möchte ich nicht riskieren. Dankeschön. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Er will zu mich produzieren oder was? Ja. Und ja, Ronan ist beim vorletzten Mal schon ist er involviert gewesen in die ganze Chose hier. Und die letzte Szene, die wir mit Ronan eigentlich hatten, war, dass er aufgebrochen ist, um sich ein bisschen schlau zu machen, was so in der Stadt irgendwie abgeht und was es mit dieser Baufirma auf sich hat. Und allgemein, wer dieser komische Stalker ist, der das Gebäude gekauft hat, in dem die Vampire untergekommen sind, die Coterie. Und hat am Ende auch noch einen Zettel zugesteckt bekommen von Samantha. Und ist dann losgefahren. Wollte eigentlich, glaube ich, mit Bruce irgendwo hin, aber das hat sich dann irgendwie ja nicht ergeben. Ja, vielleicht fangen wir dann heute bei Ronan an, weil wir wissen ja, was die anderen gemacht haben, aber wir wissen noch nicht genau, was Ronan jetzt gemacht hat, als er alleine da weggefahren ist. Ja. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was noch mal auf dem Zettel stand. Ja, ich glaube, du hast ihn auch noch gar nicht angeguckt. Stimmt, das könnte sein. Ich Also er glaube, wird auch dann. Sam, der die dir den Zettel zugesteckt hat, hat den auch noch nicht richtig angeguckt. Es war eine Zeichnung von Ja, irgendwer. genau, richtig. Ah, okay. Ja, also Ronans üblicher Weg bei sowas führt dann erstmal in seine Stammbar. Das ist so ein, ich sag mal, Bar trifft es nicht ganz, das ist eine Kaschemme, wo halt sehr zwielichtiges Volk verkehrt. Also wo sich der normale Besucher in der Stadt auch gar nicht so ohne Weiteres reintrauen würde, weil das einfach so schon von außen so furchtbar aussieht. Aber das ist halt so für Ronan so ein bisschen so der Treffpunkt für seine Unterweltkontakte. Da hängt er dann meistens so eine Stunde oder zwei rum, hört sich da so Sachen an, was
Ist da Neues oder ist wer Neues in die Stadt gekommen? Gibt es eine Gang, die besonders gerade Ärger macht? Halt Gerüchte. Mhm. Und danach führt ihn sein Weg normalerweise zur Kirche. Wo Veronica auch, ist, oder? Ja, das ist ja. Also, da gibt es so für ihn so mittlerweile zwei Varianten. Wenn er mit seiner Chefin reden will, dann geht er in die Kirche. Wenn er beten will, macht er das vor der Kirche. Ah, okay. Weil man ist halt immer irgendwie dann beobachtet. Mhm. Und dann fährt Ronan gewöhnlich zum Friedhof und rauchte da 2-3 Zigaretten und kommt halt runter und fährt dann ins Büro. Okay. Das ist so der normale Rhythmus. Ja, also deine Unterweltkontakte werden dir Folgendes mitteilen, dass gerade bei den Gangs der Stadt, bei den jugendlichen Biker-Gangs vor allen Dingen, gerade Aufruhr herrscht. Da scheint sich irgendein interner Machtkampf anzudeuten. Die sind untereinander gerade ein bisschen, naja, der Anführer scheint nicht mehr der unbestrittene Anführer zu sein. Ups. Also da brodelt's, ja? Mhm. Wie offen brodelt es denn da? Ja, also wenn du da einen deiner Kontakte fragst, dann wird der wohl, also vielleicht ist das, was ist das für einer, den du da hast? Mitglied einer Gang oder? Jimmy ist ein eigentlich ein Waffenschmuggler. Mhm. Also ein Schmuggler allgemein, aber vor allen Dingen halt, er war mal Drogenschmuggler und ist dann irgendwann auf Waffen umgestiegen und mittlerweile schmuggelt er alles, was nicht bei drei verschwunden ist. Ja. Ja, dann kann er dir irgendwie sagen, dass er bei der letzten Waffenlieferung an die Gang halt irgendwie so Andeutungen mitbekommen hat. Angeblich hat einer von den aufstrebenden, noch nicht Führern der Gang Kontakt zu einer jungen Frau bekommen, die er ganz toll findet und die irgendwie ihn angeleitet hat, doch mal irgendwie das Zepter in die Hand zu nehmen und doch mal die ganze Gang auch mal auf eine neue Stufe der Erfahrungen zu bringen und so. Aha. Und der Alte, der Führer natürlich treu, mir wisst ihr, was ihr habt und so und ja. Aha, wie ungewöhnlich. Also es ist irgendwie eine Frauengeschichte involviert. Vielleicht. Okay. Nicht gedacht, dass der Typ auf eine Frau hören würde. Hm? Ja. Also er hört irgendwie nicht, aber irgendwie ist es so seine Muße. Wusste gar nicht, dass der Muße buchstabieren kann, aber hey. Kann er wahrscheinlich auch nicht. Tja, wo die Liebe hinfällt oder so ähnlich. Ja, ja gut. Also solange es noch keinen offenen Krieg gibt, okay, aber das sollte man mal im Auge behalten. Ja. Sollte man im Auge behalten. Genau. Okay. Ja, ansonsten, wenn du das Stück Papier noch mal genauer begutachtest, das ist eine Zeichnung. Ja. Jemand mit per Hand gezeichnet. Schnell dahin gemalte Bleistiftzeichnung, und die aber allerdings sehr geschickt und kunsthaft ist. Also man sieht schon, dass es schnell gemacht ist, aber dafür sieht es halt sehr schön aus, eigentlich. Kunstvoll. Mhm. Und es zeigt einen Mann, einen dunkelhäutigen anscheinend, von den Gesichtszügen und so von der Farbgebung her zu sein, der einen sehr starren Gesichtsausdruck hat, der dir sehr emotionslos erscheint. Und der so fast richtige stierende Augen besitzt. Charmant sieht das wie mein Steuerberater. Okay. Das hat dir Sam zugesteckt. Ich weiß gar nicht, hattest du noch irgendwas dazu gesagt? Nee, ne? Einfach nur zugesteckt.
Nachdem Andrew da mit dabei stand und ich diese Zeichnung, die habe ich herausgerissen aus dem Buch, ohne dass Andrew das mitbekommen hat, und ich wollte sie einfach in Sicherheit bringen, bevor sie bei uns wieder auf mysteriöse Weise verschwindet. Mhm. Nachdem er daneben stand und der Dicke, glaube ich, auch da war, konnte ich dazu nichts sagen. Okay. Das wird ja spannend. Ja, wird er mal dann, wenn er zu Hause ist, mal recherchieren, ob irgendwo, also quasi Übereinstimmung, Bildähnlichkeiten, aber er geht nicht davon aus, dass das, wenn es überhaupt ein Ergebnis gibt, dass es das schnell passiert. Er hat halt nicht Zugriff auf die Polizeidatenbank, das hast du ja als Privatdetektiv nicht. Und er hat sich noch nicht getraut, sich zu versuchen, in den Polizeicomputer zu hacken. Weil erstens, so gut ist er nur auch wieder nicht im Hacken. Und zweitens, wenn das schief geht, wissen die das sofort. Also es ist ja, also wirst du dann nur hast du Kontakte bei der Polizei, dass du da anhauen kannst? Oder? Nee, also ich hatte direkt hier keinen. Das ist ja auch das falsche Revier. Mhm. Die wissen halt nur, dass Ronan als Privatdetektiv halt da ist. Der war halt mal da, hat sich vorgestellt, hey, ich bin Privatdetektiv, hier ist meine Lizenz. Und falls mal sowas ist, ihr könnt mich gerne anrufen oder falls ich mal eine Frage habe, ne, wisst ihr, einer hat welche, die andere und so. Ja. Dann, wie willst du denn dann an so eine Personenabgleich kommen? Ja, der würde dann prinzipiell erstmal, wenn die Gestalt halt relativ eindrucksvoll hat, ist erstmal das Bild speichern, also einscannen und speichern. Einscannen, zu Hause dann? Ja, richtig. Okay, ja. Also eine Kopie erstellen, man weiß ja nie. Und dann, wird er mal so durchgehen. Bei sowas, die normale Suche, emotionsloser Ausdruck muss nicht auf einen Kainiten hindeuten, das kann auch ein Mensch sein, aber so von der Haltung her wird er eher, ist ja auch nur eine Zeichnung, ne? Also, richtig, von jemandem ausgehen, der vermutlich was zu sagen hat oder Geld hat, weil die eher dazu neigen, so einen Ausdruck zu haben, und da wird er einfach mal grob so quasi rausschlagen, Firmenleute, Unternehmer, erfolgreiche Sportler, und da mal einen Gesichtsabgleich machen. Da gibt es ja immer Bilder, ob es da irgendwo einen Treffer gibt. Das ist halt ein Schuss ins Blaue. Nein. Und da habe ich mir gedacht, das ist halt so. Und sonst wird er, sonst kann er eigentlich nur versuchen, dass das Schrecknet gibt es ja nicht mehr. Und du hättest keinen Zugang dazu, wahrscheinlich. Richtig. Richtig. Müsste er mal irgendwie versuchen, gibt es eigentlich freie Programme, ich weiß das gar nicht, zur Gesichtserkennung in den Staaten? Weiß ich jetzt als Spieler nicht. Bei Google eine Rückwärtssuche einfach machen lassen. Ja. Also sowas. Kannst du das Bild reinladen und dann sagen, suche nach ähnlichen Bildern. Ja. Okay, ja. Also das wird er auf jeden Fall machen und dann quasi laufen lassen, weil dann kriegt er wahrscheinlich an die 2000 Vorschläge in der Minute. Ja. Oder so. Ja, also findest du nicht sonderlich viele Übereinstimmungen, weil es ist halt auch eine Zeichnung, und also da werden dann halt irgendwelche Arts wahrscheinlich eher durchsucht als Realfotos. Mhm. Ja. Dann wird er das Bild sonst erstmal verwahren und dann in seiner Mindmap gucken, weil das halt auch keine neuen Puzzlesteine gibt, die er irgendwo dazusetzen kann. Allerdings so macht er zwischen den Kainiten, die zu dem Klüngel gehören, die schiebt er ein bisschen auseinander und macht ein Fragezeichen zwischen die. Okay, ja.
Dann wird er erstmal da warten, ob irgendwer was abends von ihm will. Er hat ja dann abends geöffnet und sitzt dann da und wartet quasi auf Abruf. Ist ein ruhiger Abend. Ich weiß nicht, beobachtest du irgendwie so Polizeiaktionen oder sowas generell? Ja, also er wird auf jeden Fall so ein geklautes Funkgerät haben, wo er den Polizeifunk mit abhören kann. Ja. Darauf wird er achten. Dann wirst du irgendwann mitkriegen, dass der Sheriff halt einen Mord untersucht. Aha. Oder zuerst ist es ein Verkehrsunfall, aber dann wird das irgendwie anders tituliert später. Okay. Da ist anscheinend ein Lastwagen mit einem Taxi zusammengestoßen, wo es einen Toten gab. Das kommt vor. Allerdings, das ist erst ein Unfall und dann so, das ist komisch. Kriege ich da irgendwie Namen raus, von wenn ich den Funk abhöre, wer da irgendwie beteiligt war? Mach doch mal eine Probe auf Wits und besser Resolve und Investigation können wir mal machen. Wenn du die ganze Zeit vorhockst. Ja, kein Problem. Das. Da zählt die Spezialisierung nicht mit rein. So. Ich habe mittlerweile fast überall eine Spezialisierung, stelle ich gerade fest. Yippie. Ein Hoch auf Spezialisierung. So ist das. Ich sehe da 1, 2, 3 Erfolge. Jo. Ja. Dann fällt zwischendurch der Name der der Firma, von der die Leute waren, die getötet wurden von der Coterie. Das müsstest du ja mitgekriegt haben. Das hast du auf jeden Fall mitgekriegt. Ja. Das habe ich mitgekriegt, ja. Ich muss gerade nochmal gucken, wie die Firma hieß. Haben wir uns das irgendwo mit? Oh. Okay. Na, so ein Zufall. Ja, also der Lastwagen scheint von denen zu sein. Und dann irgendwann taucht auch so der Trigger Drogengeschäfte auf. Na, das hätte ja super geklappt. Ja. Mir tatsächlich nicht notiert, wie diese Baufirma hieß. So ein Ärger. Naja. Und mit wem oder was sind die kollidiert? Mit einem Taxi. Aha. Wow. Alle. Der Taxifahrer ist tot. Ja, klar. Und die Besatzung, die Fahrer des Trucks sind. Ja, flüchtig. Flüchtig? Ja, also nicht da. Ja, klar. Logisch. Mhm. Moment mal, haben die jetzt allen Ernstes auch noch einen Unfall reingebaut? Also steht da so, als wenn er dann hört. Okay, ich sagte zwar, sie sollen sich da was einfallen lassen, aber das habe ich nicht gemeint. Ja. Ronan holt holt einen schwarzen Block raus, klappt den auf, notiert sich was. Unfall, Fragezeichen. Was ist mit den armen Mexikanern passiert? Fragezeichen. Warum ein Taxi? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Spinnen die eigentlich völlig? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Dann klingelt es bei dir an der Tür. Oh.
während du da so versunken bist in deinen Notizen. Ja, Ronan hat sich, seit er die Koterie kennt, ein bisschen Paranoia angewöhnt. Ach, dann erst, ja. Also noch mehr als vorher, jetzt ist er richtig paranoid. Als es klingelt, greift in die Schublade, entsichert die Waffe und steckt sie ein. Ja. Also gibt sich dann zur Tür. Keine Antwort. Dann drücke ich doch mal auf die Kamera. Draußen steht ein hagerer Mann mit altmodischem, ja fast schon theatresken aussehendem Gehrock. Und der ist überaus auffällig mit Theaterschminke im Gesicht beschmiert und hat so einen Kussmund gemalt zum Beispiel und so richtig pausbäckige rote Wangen. Ansonsten relativ bleich geschminkt, zurückgekämmtes, gegeltes Haar, was richtig fettig aussieht, der von einem Fuß auf den anderen trampelt. Auch mal so der Summer. Ja, bitte. Ich habe eine Nachricht für einen Ronan. Ein Zettel oder eine persönliche Nachricht? Eine persönliche Nachricht. Klack, 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 klack. Also, mach die Türen spalt auf. Erstmal. Mhm. Aha. Und Sie sind? Oh, schön haben Sie es hier. Schaut sich um, streckt so seinen Hals, macht seinen Hals so lang und der Hals ist wirklich extrem lang. Schaut sich so um. Kenneth. Aha. O'Connor. Oh. Zögern? Okay. Macht er die Tür mal auf. Hab hier was für Sie. Aha. Wedelt mit so einem Umschlag. Ja, streckt die Hand aus. Legt dir so einen reich verzierten goldenen Umschlag auf die Hand. Mit so einem zugebunden mit so einem Schleifchen aus Seide. Das ist ein Symbol drauf gestickt, was nicht sofort so aussieht wie dein Clan-Symbol, aber ja, wenn man es weiß und weiß, worauf man zu achten hat, dann erkennst du das Symbol der Tremere. Genau das macht er auch. sonst noch etwas? Nein, ich muss aber sicher gehen, dass Sie die Nachricht erhalten und verstanden haben. Das ist eine sehr schön, feinsäuberlich, künstlerisch geradezu gestaltete Karte. Wirst darin mit allen möglichen Ehrentiteln angesprochen, die Haus und Clan irgendwie bereithalten könnten. Oh oh. Und es ist eine Einladung zum Elysium. Und Oh, das ist ja großartig. Das Elysium soll stattfinden an Weihnachten. Ja, das Fest der Liebe, warum auch nicht. Mhm. Im großen Theatersaal der Stadt. Mhm. Und es ist angefügt, dass dass die Prinzenwahl ansteht. Und jeder,
Bewohner der Stadt zu Anwesenheitspflicht hat, um seiner Wahlstimme Gebrauch zu machen. Ich verstehe. Ja. Sie haben verstanden. Gut. Ja. Einen schönen Gruß von Miss Gilman. Beste Grüße zurück an die Dame und gerade mal kurz in seiner Weste rum, gibt ihm so zerknitterte 5 Dollar. Dankeschön. Nimmt die so zwischen zwei Finger. Geht nach draußen und siehst ihn draußen in so eine elendlich lange, weiß polierte Stretch-Limousine einsteigen. Ich winke. So zu der Stretch-Limo. Ja, er guckt so zurück, so. Ja, fährt so, dann weg. Gott, ist mir schlecht. Rums, klack, 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 klack. Mhm. Krack, krack, Waffe wird entzündet. Toll. Ganz toll. Elysium. Weihnachten. Oh Gott, da muss ich was Schickes anziehen. Ich muss mir einen Anzug besorgen. Ja. Ja. Währenddessen im Bau, baufällig ist es ja nicht euer Unterschlupf. Aber in eurem Unterschlupf des Klüngels quasi. Sam hat sich ja zurückgezogen. Angela wahrscheinlich, weiß nicht, wo bist du gerade? Ich bin auch in meinem Zimmer, weil ich habe Sam ja gesagt, wenn sie doch reden will, bin ich in meinem Zimmer. Ja. Andrew war rausgegangen. John ist noch nicht wieder da. Der Dicke ist. Wo der Dicke ist. Und irgendwann kannst du allerdings von draußen Schritte vernehmen, die über den Beton gehen. Sam wird das wahrscheinlich früher hören noch, weil sie ja Auspex, glaube ich, besitzt, ne? Auf das Sam wahrscheinlich als erstes wahrnehmen können. Draußen Schritte gehen, die irgendwie nicht zum Schrittmuster von dir bekannten Personen passen. Irgendwie auch so auffällig klackernde Laute hinterlassen, als ob jemand mit hohen Absätzen über Beton läuft. Okay, also ich bin auf jeden Fall alarmiert. Würde aber tatsächlich trotzdem erstmal abwarten. Ich nehme an, wirklich irgendwo rausgucken kann ich nicht. Nee, ich habe momentan, glaube ich, nicht wirklich. Ja, ihr hattet ja darauf geachtet, dass ihr keine Fenster habt. Genau, deswegen. Ja. Deswegen. Würde ich erstmal abwarten, tatsächlich. Ja, ich würde auch zwar aufmerksam lauschen, aber erstmal weiter nichts tun. Dann irgendwann hat der so ein. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Ich würde tatsächlich mein Zimmer verlassen. Wie spät ist es momentan? Ja, es ist schon relativ spät. Also ihr habt ja die ganze Chose am Tag da gemacht. Also bald wird die Sonne auch wieder aufgehen. Okay. Wird dann aber, glaube ich, erstmal tatsächlich zu Sams Zimmer rübergehen. Wenn sie noch selber nicht rausgekommen ist, würde ich mal kurz bei ihr klopfen und nach Rückendeckung fragen. Wenn es sein muss. Und dann würde ich mit ihr zusammen zur Tür gehen und erstmal einen Spalt öffnen. Ja, was
Draußen steht dieser total aufgetakelte Typ, den ich eben beschrieben habe. Ja. Den du, glaube ich, auch kennst von der... Auf der Party haben wir ihn auf jeden Fall schon mal gesehen. Und da war doch mit dieser einen... Mit der gut bebauten... Genau. Ach, okay, dann atme ich erstmal erleichtert aus, weil zumindest weiß ich, dass er so mit zur Society gehört, in Anführungszeichen. Ja, bitte, wie können wir helfen? Ich hab eine Nachricht für euch. Und die wäre? Ja, schriftlich. Dann strecke ich meine Hand aus, um sie entgegenzunehmen. Sie sind? Angela. Ah. Hat so eine Handvoll Umschläge. Angela. Nimmt dann einen raus, reicht ihn dir. Okay. Auch hier wieder goldenes Papier, irgendwie künstlerisch bestickt und mit so einem Schleifchen zugebunden. Und ja, ich weiß nicht, inwiefern Angela sich das so auskennt, aber entfernt sind die Stickereien und Verzierungen auf dem Umschlag. Wenn man genau weiß, wo man hinzugucken hat, bilden sie das Zeichen der Bruja. Okay, also es wird mir wahrscheinlich beim ersten Mal drüber gucken auf gar keinen Fall auffallen. Ich würde aber trotzdem den Brief öffnen und durchlesen und halt einen Schritt zur Seite gehen, damit Sam auch ihren Brief in Empfang nehmen kann. Also Sam. Samantha? Ja. Ah, bitteschön. Ja, ich würde den Brief auch nehmen und einfach aufreißen. Also. Zack. Genau. Ja, also bei Angela steht ein bisschen was anderes als bei Sam. Sam ist das die übliche hochgetragene, hochgestochene Einladung. Und bei Angela steht eigentlich nur, dass obwohl der Clan Brucher nicht zur Camarilla gehört, Angela sich aber das Bleiberecht in der Stadt erstritten hat, ist sie herzlich eingeladen, an dem Elysium teilzunehmen und obwohl Clan Brucher kein Stimmrecht hat, ihre Meinung zu vertreten zur Wahl. Okay, ich verdrehe meine Augen dabei. Der Rest ist momentan nicht da. Ah. Wo finde ich die denn? Wir sind nicht deren Kindermädchen. Keine Ahnung. Kommen die später wieder hierhin? Geplant, ja. Dann kann ich die ja hier lassen. Ja, wir können ja auf jeden Fall später übergeben. Dann legt ihr dir noch... Moment, wie viel sind das? 1, 2, 3 Umschläge hin. Ja. Vielen Dank und ich gucke nochmal hin zum Treffen zu Weihnachten. Und dann mache ich die Tür einfach vor seiner Nase zu. Ja, er grinst breit und gestellt, dreht sich dann auf dem Absatz um und ja, läuft mit seinen Stöckelschuhen, er hat wirklich Stöckelschuhe an, über den Beton zurück. Ich würde gerne mit meinem medizinischen Wissen herausfinden, ob dass ich weiß nicht, ob der irgendwelche anderen Zeichen von Krankheiten oder sowas aufweist oder ob er einfach nur stottert. Mhm. Ja, mach mal. Medizin und Intelligenz, ja. Oder? Ja. Okay. Das ist ein Crit. Ein kritischer Erfolg. Vier, ja, 5 Erfolge. Ah. Ja, was würdest du denn, nach was suchst du jetzt genau? Also, erstmal überhaupt. Ob es Krankheiten gibt, die zu Stottern führen, oder? Nein, generell erstmal, ist er ein Vampir oder ein Ghoul?
Ja, das lässt sich jetzt mit medizinischen Kenntnissen schwer einschätzen. Naja, ich denke, als Mediziner hätte ich aber zumindest Sachen gesehen, wie atmet er und so, auf sowas hätte ich halt dann geachtet, ne? Weil wenn ich auf Krankheits... Also wenn du auf Atem achtest, hast du zumindest seinen Körper, also seinen Brust sich heben und senken sehen. Okay, also scheint er möglicherweise noch menschlich zu sein. Und dann würde ich... Wie nenne ich da? Wie umschreibe ich das? Ein ganz sicheres Zeichen ist das allerdings nicht, weil man kann ja seine Körperfunktion anschalten. Man kann so tun, als ob. Aber ich würde trotzdem jetzt im ersten Augenblick davon ausgehen, dass er noch ein Mensch ist. Aber wahrscheinlich ein Ghoul. Aber trotzdem wundert es mich halt, dass... Tja, Bruce könnte jetzt helfen, aber der ist nicht da. Und ich wollte das halt irgendwie so, dass gerade so jemand zum Überbringer von Nachrichten auserkoren wurde. Und ja. Nein, Auspex hilft da nicht, Lucky. Ja. Nee, dann lassen wir das. Nicht in der halt V5. Percy in der V5 ist das anders. Nicht immer diese ekligen V20-Regeln. So. Ja. Also Sam hat ihre Einladung gelesen, zur Kenntnis genommen und geht wieder ins Zimmer, macht die Tür zu. Okay. Kurz die Frage zu beantworten, Akroma, alle besitzen Auspex, wenn sie der Zugang zu haben. Auch Brewer. In der V5. Aber halt nicht inhärent, also es gehört nicht zu den, Clans. Typischen Brewer-Clan-Disziplinen. Ja, okay. Obwohl sie nicht zu den typischen Camarilla-Leuten gehören. Bla, 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 bla. Fühlen sich bitte noch ganz großzügig, dass sie uns überhaupt reinladen. So ist es auch formuliert, genau, so ist es formuliert, ja. Und dann mache ich einmal den da und zerreiße die Einladung. Okay. Interessant. Steht nirgendwo drauf, dass ich die Einladung mitnehmen muss. Es steht nur, dass Anwesenheitspflicht ist, ja. Richtig. Also werden die ja wahrscheinlich wissen, wer ich bin. Wobei die sagen sogar bei mir Anwesenheitspflicht, obwohl ich eigentlich nicht in der Camarilla bin. Verdächtig. Ja. Bist ja geduldet und Teil der Camarilla. Also in dem Sinne, dass du geduldet bist. Okay. Deswegen darfst du ja auch sprechen im Elysium. Das steht ja eindeutig da drauf. Ich muss mir schon mal ein paar unangenehme Fragen notieren. Ja, mach das mal. Ich glaube, Adam ist auf einmal dein neuer bester Freund. Das wahrscheinlich nicht, aber wenn er dahin kommt, um Unruhe zu stiften, werde ich ganz bestimmt nichts tun, um ihn aufzuhalten. Gut, ja, also wenn Isaiah ist ja weit weggefahren, der wird also, da wird der restliche Tag relativ spektakulär los. Wie nennt man nicht spektakulär? Unspektakulär zu Ende gehen. Danke für. Ja. Und dann kommt es zum neuen Tag. Und was haben, also erstmal muss das Tier ja wieder erweckt werden am 8. Dezember inzwischen. Und da bräuchte ich einmal kurz Würfelwürfe von euch. Mal gucken, ob ihr hungriger werdet oder nicht. Wie war das gerade? Das war Lidio und Ronan haben gleich... Ah, da ja, okay. Lidio, ja. Gleiche Farbe. Ist nicht so gut.
Zuerst haben. Das ist der gute Isaiah, der hat auch keinen Hunger. Oh. Und Sam hat auch keinen Hunger. Ja, perfekt. Ja. Hab Farbe schnell geändert. Schön. Perfekt. Danke. Sehr vampirisch, deine Farbe. Bitte! Gut. Ich kann die auch mal würfeln. Einfach tu das. Für die Statistik. Mhm. Ja, siehst du, prompt hast du Hunger. Na ja, klar, bei der. Da ich ja bestimmt in der Karte noch zweimal sich gefreut hat, hat er jetzt wieder Hunger. Ja. Ja, der nächste Tag bricht an. Zur Nacht ist John nicht erschienen. Andrew auch nicht, ist auch nicht wiedergekommen. Dann habe ich ja endlich Ruhe und Frieden. Wie schön. Ja, der traut sich nicht. Vielleicht. Ja, was ist der Plan, Isaiah, am nächsten Tag? Der Plan ist, schwierig. Der Plan ist eigentlich, zurückzugehen zu meiner Wohnung und ganz, ganz vorsichtig mal zu gucken, ob ich sehe, ob irgendwer von den anderen was macht. Und deshalb werde ich. Wenn du zu deiner Wohnung zurückgehst, wirst du einen Brief in deinem Briefkasten finden. Ah, sehr gut. Ja, ich lese den Brief. Ja, das ist auch bei dir ein total mega verzierter Brief und auch in allen höchst gestochenen Worten mit 1000 Entschuldigungen, dass der Brief erst jetzt kommt. Brav. Aber die sind so per Hand dazugefügt. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Das, ja. So muss es sein. Ja, und die Einladung fürs Elysium auch für Isaiah. Sehr gut, ja. Das wird natürlich vermerkt. Und dann fängt er eigentlich an, so sich quasi an sein Fenster zu setzen und erstmal zu gucken, ob sich drüben in dem anderen Haus was bewegt, ob die rauskommen. Tut es denn irgendwas? Weil, Angela würde tatsächlich als erstes gucken, ob von den Briefen eventuell doch einer weggekommen ist. Also ob die vielleicht doch da waren, aber nur umgeschlichen sind oder so. Ja, der Brief für John und der Brief für den Dicken fehlen. Okay, ja, das habe ich fast erwartet. Ich frage mich, wo die sich rumtreiben. Wo wer sich rumtreibt. Guten Morgen. Kleine Antwort, okay. Ich habe mich tatsächlich gewundert, warum du und John beide euch gestern nicht mehr gemeldet habt. John hat Stress mit Isaiah. Ja, da haben wir was gehört. Scheint ja ziemlich aus dem Ruder gelaufen zu sein. Weißt du, wo John ist? Ja. Es geht ihm gut, ja? Ja. Okay, immerhin. Schade. Ich hoffe, er hat nicht vor, das Ganze noch schlimmer zu machen. So langsam wird das nämlich ziemlich unangenehm hier. Und was hast du so getrieben? Keine Antwort. Spricht nicht besonders viel. Ich weiß. Steht nur wirklich wie so ein bestellt und nicht abgeholt.
Ich glaube, dann würde ich ihn tatsächlich mal so leicht an die Schultern fassen und ihn so Richtung einer Couch boxieren, damit er sich hinsetzt. Ist doch viel gemütlicher, oder nicht? Du stehst lieber, als dass du sitzt. Okay, ist genau genug besser für den Rücken, aber ganz ehrlich, nee. Und dann setze ich mich halt auch auf einen anderen Platz. Du weißt schon, dass wir tot sind, Angela. Ja, aber das heißt ja trotzdem, dass wir aufpassen sollen. Und selbst Vampire habe ich schon gesehen, dass die ganz mit einer ganz, ganz schlechten Haltung rumlaufen. Und ganz ehrlich, das sieht nicht gut aus. Oder möchtest du irgendwann einmal auch so abgemergelt mit einem Buckel umherstolzieren? Ich meine, bei dir wird sowieso niemand sehen, weil du dich einfach unsichtbar machst, aber... Ich glaube, der Bunkel wäre das letzte meiner Probleme. Das mag sein, aber man sollte trotzdem die ganze Sache nicht vernachlässigen. Weißt du, ich sorge mich einfach um dich, weil das ist ja das, was man in so einem Klüngel tun sollte. Habe ich gehört. Danke. Findest du das nicht auch? Du solltest von dem ganzen Menschenkram ablassen. Aber ist das aufeinander aufpassen nicht etwas nicht nur Menschliches? Davon rede ich ja nicht. Ich rede von dem Buckel. Wen interessiert dein Buckel? Mich? Dachte ich mir. Flirtet Angela da gerade dezent mit dem Dicken? Nein, sie ist tatsächlich einfach nur sehr professionell und gibt Gesundheitstipps und Ratschläge. Eine Nosferatu. Ja, es ist mir egal. Es ist mir in dem Augenblick einfach total egal. Ich habe das einfach noch drinne, weil das mein Lebensinhalt war. Ja, richtig schön. Aber ist ja auch egal. Richtig. Du hast den Brief wahrscheinlich dann auch gelesen, oder? Dass wir zu Weihnachten ins Elysium eingeladen wurden. Und ihr habt sowas schon mal mitgemacht, oder? Oder ist das, dachte ich mir, muss man da irgendwie was aufpassen oder so? Gerade ich, weil ich ja nur geduldet bin und die ja alle total großzügig sind, dass die mich überhaupt einladen und dulden. Also ich weiß nicht, muss man da irgendwie Angst haben, wenn man eine falsche Frage stellt oder so, dass man dann direkt aufgefressen wird oder so? Das Aufgefressen war jetzt nicht ernst gemeint. Elysium ist eine Ansammlung aller Vampire der Stadt. Was glaubst du, wie man sich da verhalten soll? In dem Brief stand extra drin, ich darf reden. Wenn ich reden darf, werde ich davon auch Gebrauch machen. Willst du wissen, wie ich mich auf Elysium verhalte? Wahrscheinlich so wie immer, indem du einfach in der Ecke stehst und nichts tust? Richtig. Ist ja langweilig. So ändert man ja nichts. Nicht auffallen. Hoffen, dass es schnell vorbei ist. Aber sind nicht gerade die auffallen, diejenigen, die am Ende was zu sagen haben? Will nichts zu sagen haben. Ja gut, das kann ich irgendwie auch verstehen bei dieser ganzen komischen... Andrew hat das Sagen. Meinst du, Andrew wird auch versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen? Andrew ist Andrew. Das ist aber gerade ziemlich schwierig einzuschätzen für mich, weil ich weiß noch nicht so ganz hundertprozentig, wie Andrew drauf ist, weil
so wie ich ihn kennengelernt habe, ist er halt jetzt auch nicht so der, naja, lauteste Geselle. Man muss nicht rumbrüllen, um viel zu sagen und Eindruck zu schinden. Da, wo ich herkomme, mein Clan hat auch Respekt, wenn er nicht spricht. Meiner nicht. Meiner hat genau genommen gar keinen Respekt. Zu viel gesprochen. Ich würde eher sagen, das Falsche gesprochen. Von dem, was ich davon weiß. Was eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so viel ist. Wirst du für Andrew wählen? Steht er zur Wahl? Ich bin davon ausgegangen, dass er es möchte, ja. Und wenn nicht für John? Steht John zur Wahl? Er hat auf jeden Fall gesagt, dass er möchte. Wenn beide, genauso wie, dann habe ich... Genauso wie Isaiah ja auch gesagt hat, dass er nichts dagegen hätte, Prinz zu werden. Isaiah wähle ich nicht. Ja, das wundert mich auch nicht. Ich auch nicht. Ich würde es nicht tun, wenn ich ein Stimmrecht hätte. Habe ich aber nicht. Aber was ist denn, wenn sowohl John als auch Andrew antreten würden? Dann höre ich mir die Argumente an und entscheide, wer besser ist. Das ist sinnvoll. Bin eh gespannt, was die alles zu sagen haben und wie viele es überhaupt sind, weil ich habe das Gefühl, es werden jeden Tag mehr hier. So viele gibt's nicht. Hast du schon einige andere kennengelernt in der Zeit, in der du herumschreibst? Ich lerne nicht gerne Leute kennen. Aber du kannst hier beobachten, vielleicht halt nicht förmlich kennenlernen mit Hallo, mein Name ist der Dicke, wer bist du? Sondern mehr so ein, oh, du bist ein Vampir, dich behalte ich im Auge. Du bist auch ein Vampir, dich behalte ich auch im Auge. Und du bist vielleicht ein Ghoul, dich behalte ich auch im Auge. Ist das nicht das, was ihr so... Du verstehst das Spiel langsam, oder? Ich versuch's irgendwie. Genau so läuft's. Das Problem ist, man hat nur zwei Augen. Das stimmt wohl. Muss man priorisieren. Hast du, also du musst mir jetzt keine Namen oder sonst was selber. Hast du denn momentan eigentlich ein Ziel? Also irgendwen, den du beobachtest? Immerhin bist du ziemlich viel weg, momentan zumindest. Schaue ich dich an. Das ist richtig. Aber du warst halt die letzte Zeit ziemlich viel nicht sichtbar für uns. Ich habe nur nicht richtig aufgepasst. Ich glaube, du überschätzt deine unterschätzt deine Unsichtbarkeit gerade ein wenig. Vielleicht. Aber du weichst meiner Frage aus. Vielleicht. Na gut. Dann halt nicht. Ich brauche dringend so eine Maske, damit man meine Gesichtsregung nicht sieht. Damit kann ich leider... Ja. Kann ich? Nee, kann ich nicht. So eine Eishockey-Maske oder so. Einfach so eine typische normale Maske und dann so ein Steier drunter. Sieht man auch nichts mehr. Er hat ja so eine Maske auf, die so einem Gesicht halt nachempfunden ist. Ne? Ja, ja.
Ja, bleib da stehen, guck dich weiter an. Gut zurück. Ein Staring Contest. Was macht denn Ronan währenddessen? Sich erstmal eine Blutkonserve aus seinem Kühlschrank nehmen und hoffen, dass noch eine drin ist. Ja, eine noch. Das ist die letzte. Boah, toll. Du hast ja Jelly eine gegeben. Das ja, toll. Da hat man mal Besuch und die ist auf dem Mars. Und Sam hattest du, glaube ich, auch eine gegeben, oder? Nee? Nee? Nicht so okay. Sam probiert. Hat es probiert, ist aber ja, kläglich probiert, gescheitert. Ja. Aber du hattest eine gekriegt dann. Ja. Sie ist dann auch weg. Ich darf einfach nicht so viele Gäste haben. Ja. Geht dann ins Bad. Also nach dem Aufwachen duscht sich, macht sich halt frisch. Ganz normale Standardroutine und dann gibt es einen Trinkbeutel, den letzten. Ja. Und dann wird halt das Schild wieder umgedreht. Ronan geht ja sonst, wenn er halt wirklich nichts Direktes zu tun hat, seiner normalen Arbeit nach und diese ganzen Untersuchungen laufen halt nebenher. Halt, die Tarnung muss ja gewahrt bleiben. Ist halt komisch, so wenn der Detektiv irgendwie 2/3 des Monats nicht da ist. Also tägliche Routine, nichts weiter passiert. Sam hängt immer noch in ihrem Zimmer rum und schmollt. Isaiah hängt in seinem Apartment rum und beobachtet krampfhaft das gegenüberliegende Gebäude. Genau, und nachdem eine Zeit lang nichts passiert, denkt er sich, okay, gut, die sind irgendwie anderweitig beschäftigt. Ja, es passiert allerdings in dem Moment, wo du gerade irgendwie weggehen willst vom Fenster, passiert etwas, nämlich Motorradfahrer fahren um die Ecke und halten vor dem Gebäude. Okay. So 5 Biker. 5 Biker, okay. Kenn ich die Gang oder ist das so? Ist das so eine Biker-Gang? So mit Gruppen und mit Zeichen? Kenne ich das Zeichen? Habe ich das schon mal gesehen? Ja, das ist von den Kutten, die anhaben, sind das dieselben, die damals da bei dem Feuer gefeiert haben. Ah, okay. Ich behalte die im Auge. Was machen die? Bremsen die? Bremsen, fahren auf den Innenhof, steigen ab, gehen dann Richtung Gebäude. Okay, ich gehe in den Treppenausgang, ich gehe das Treppenhaus runter und gehe quasi auch so in die Richtung und halte mich aber so im Hintergrund, nur so, sag ich mal, neugieriger Anwohner. Besorgter Bürger. Besorgter Bürger, ganz genau. Besorgter Bürger, so ist es. Ja, Sam wird dann wahrscheinlich als erstes wieder wegen dem Auspacks die Stimmen hören von 5 Leuten. Man unterhält sich. Hier, warum denn hier? Was ist denn das für ein scheiß Gebäude? Dann würde ich ins Wohnzimmer gehen. Wir bekommen Besuch. Ja, der Dicke dreht so langsam seinen Kopf Richtung Tür. Schon wieder? Und halt auch mal hören, was da los ist vor der Tür. Ja, hörst du dann auch irgendwo Stimmen und geht's hier irgendwo hoch? Hier waren hier Büros drin? Juppie-Zeug. Da ich ja auch so ein bisschen Kontakt zu den Gangs habe, kommen mir die Stimmen. Du wirst ein paar von den Stimmen wiedererkennen, ja. Okay, gut, dann habe ich auch. Wobei, sind das vielleicht gerade Leute, mit denen ich nicht gut klarkomme, die mehr so. Nö, eigentlich kommst du da eigentlich mit allen ziemlich gut klar.
Okay, dann würde ich denen tatsächlich einfach entgegengehen. Wobei, die wissen, die sollten, also von mir wissen die nicht, wo wir wohnen, richtig? Also kann ich davon ausgehen, dass sie das von irgendwo anders einen Auftrag bekommen haben, hier hinzukommen oder sowas, ja? Okay. Ich gehe denen trotzdem. Ich begehe denen trotzdem entgegen. Ganz normal so. Kennst du sie? Ja, die sind aus der Biker-Gang, wo ich auch manchmal abhänge, aber ich wüsste nicht, warum die hierher kommen sollen. Keiner von denen weiß, wo ich mich normalerweise aufhalte. Sorgt dafür, dass sie verschwinden. Ich versuch's, aber erstmal muss ich wissen, warum sie überhaupt hier sind. Und du sagst, ich gehe ziemlich casual einfach denen entgegen. Angela! Einer von denen kommt so mit ausgebreiteten Armen so in deine Richtung. Ja, ich lasse erwidere seine Umarmung. Ach, so ein Gang-Gruß. Ja, genau. Ach, abklatschen. Was macht ihr denn hier? Ist also richtig. Hier wohnst du. Wohnen ist ein falscher Begriff dafür, weil ich verbringe tatsächlich ziemlich viel Zeit hier. Wir wollen hier was Größeres aufbauen. Aber psst. Cool. Ja, natürlich muss erst nochmal komplett umrenoviert werden. Ja, hier, der komische Kerl mit den Jockenhaaren hat gesagt, wir könnten dich hier finden. Mit den Jockenhaaren? Ja, John. Der hat Locken. Ach so, okay. Ja, gut. Ach, okay, und warum? Naja, wir haben den getroffen und haben ihn gefragt, wo wir dich finden. Okay, gibt's irgendwas, was ihr... War es halt lange nicht mehr da. Ja, das ist richtig. Hier mit dem Gebäude gab es ein paar Probleme und hat ziemlich viel von meiner Zeit beansprucht. Aber ich hatte vor, euch nochmal tatsächlich einen Besuch abzustatten. Habt ihr mich etwas schon vermisst? Klar, immer. Aber was witziger ist, wir haben jemanden aufgegriffen, der sich nach dir erkundigt hat. Och, wirklich? Was genau denn? Und warum habt ihr ihn aufgegriffen? Naja, nicht aufgegriffen. Wir haben ihn zu verstehen gegeben, dass man die Finger von dir lässt. Oh, das ist aber zu süß von euch. Ja. Wer war denn das? Ich wusste gar nicht, wer hier... Irgend so ein Schleimer von außerhalb. Habt ihr einen Namen? Irgendwas mit N. Hab ich mir nicht gemerkt. Irgendwas mit N. Interessant. Dann werde ich wohl auf jeden Fall mal... Nanny, glaube ich. Kindermädchen. Nanny? Okay, dann werde ich auf jeden Fall mal die Augen offen halten. Und was ist sonst so passiert in den letzten Tagen? Hey, ich habe mir deinen Tipp zugute gemacht und versuche ein bisschen den Chef ein bisschen, naja, der macht halt nicht so coole Sachen in letzter Zeit. Ja, davon habe ich gehört, das ist echt voll der Langweiler geworden. Ja, voll der Langweiler, wir dürfen noch nicht mal mehr krumme Dinger drehen. Weißt du, wir haben diese Woche eine Waffenlieferung bekommen. Ja, und dürfen die Dinger noch nicht mal ausprobieren. Wow. Was für ein... Wird er etwas sesshaft, oder was? Voll der Arsch. Ja, ich habe gehört, da hat so eine komische Olle geschwängert. Vielleicht deswegen. Stellt euch vor, vielleicht will er eine richtige Familie gründen, oder sowas. Der und Familie. Ey, ja, stellt euch das mal vor. Klar muss da abgelöst werden, Mann. Zum Glück bist du ja da. Du wirst das bestimmt. Meinst du, ich soll das echt machen? Ich meine, das ist irgendwie ein bisschen Verrat, oder? Wieso Verrat? Du nutzt einfach nur all deine Chancen aus. Richtig. Und ich meine, wenn er sich jetzt für ein anderes Leben entscheidet, ist es doch nur gut, wenn man ihm so ein bisschen mehr Anreiz gibt. Cool.
Ja, 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 ja. Willst du dabei sein? Kommt drauf an, wann ihr vorhabt, den Putsch zu starten. Keine Ahnung, warum nicht heute? Bist du dir sicher, dass du nicht vielleicht noch ein bisschen planen musst? Weil wenn du dir bis gerade eben noch unsicher warst, ob du das wirklich machen willst. Geh einfach hin und stech ihn ab. Gut. Wobei ich ja sagen muss, dass ich das nicht unbedingt mit ansehen muss. Meinst du, ich soll es subtiler machen? Irgendwas ins, bisschen, in den Drink kippen oder was? Find ich auf jeden Fall besser, ja. Ich glaube, so wenn du wirklich so mit deinen Jungs da ankommst und großes Ferraro machst, dann bringt das nur die Polizei und alles. Die Bullen. Als ob die sich ja, um uns kümmern. Weiß, die sind hier schon ein ziemlicher Joke, aber man sollte vielleicht trotzdem nicht unbedingt würde trotzdem lieber, wie du meintest, ich würde lieber ein bisschen subtiler vorgehen. Ja, ja. Vielleicht hast du recht, ja. Also hier, wenn du diesen komischen Nanny-Fritzen suchst, der wohnt in so einem komischen Apartmentgebäude direkt in dem Stadtzentrum neben dem Park. Links oder rechts neben dem Park? Gib dir eine Adresse. Ah, cool. Okay. Werden wir auf jeden Fall mal nachschauen, was der gute Herr denn von mir wollte. Ja, der sucht ziemlich auffällig nach dir. Hat versucht, uns auszufragen und so. Und wir haben ihm zu verstehen gegeben, also, sagen wir so, kann auch sein, dass er gerade zwischen Krankenhaus und Apartment pendelt. Also in einem, entweder findest du ihn im Krankenhaus oder du findest ihn bei sich zu Hause. Ich drücke ihm ein Bussi auf. Oh, du bist wirklich ein Schatz, ich danke dir. Du hast es echt verdient, Boss zu werden. Dachte ich mir. Oder sollen wir uns ganz um ihn kümmern? Ich möchte erstmal selber wissen, was genau der Kerl von mir will, aber ich werde mich auf jeden Fall bei euch melden, sollte da ein bisschen Spaß zu haben sein. Hm. Perfekt. Vielleicht kommen dann auch die neuen Waffen zum Einsatz, die ihr euch anschaffen konntet. Ja, Mann. Die anderen melden sich so, ja, neue Waffen, ja. Okay, also wenn du einen neuen Plan hast, kannst du mich gerne einweihen. Vielleicht kann ich sogar ein bisschen helfen. Hast du was, um den Drink zu kippen? Du hast ja gesagt, du arbeitest irgendwie mit Betäubungsmitteln. Ich habe theoretisch noch die Packung mit dem Zeug, was wir... Womit ihr den einen ruhig gestellt habt, ja. Was war das nochmal? Wie hieß das nochmal? Diazepam. Genau, Diazepam. Ronan kriegt gerade zu viel. Er ist nicht da. Er kann sich keine Notizen machen. Ich drücke dem tatsächlich die Packung davon in die Hand. Was ist das? Diazepam. Ein bisschen zu viel davon und der Gute würde unschädlich sein. Einfach einen Drink kippen, oder was? Genau. Cool. Krieg ich hin. Dann wünsche ich dir viel Erfolg damit. Wir feiern dann danach. Auf jeden Fall. Ich weiß ja jetzt, wo du wohnst. Oder abhängst. Abhängst, richtig. Gut. Wie gesagt, ich erwarte dann eure Zusammenarbeit, sollte es Probleme mit diesem Nanny-Typen geben. Der ist kein Problem, das soll hinfliegen. Aber er hat eine Schrotflinte gehabt.
Haben wir ihm abgenommen. Ah. Okay. Sehr gut gemacht. Hey, Waffen nur in Leute in Besitz, die damit auch umgehen können. Auf jeden Fall. ich glaube, ich wäre in der Zeit, hätte ich versucht, so ein bisschen von dem Gebäude wegzugehen, mit denen halt so. Ja, dann wird das Isaiah auf jeden Fall durchs Fenster aufsehen. Ja, ja. Ja, ich, also er hält sich im Hintergrund. Das, da muss er sich nicht irgendwie aufdringlich verhalten. Richtig, ist nicht meine Szene. Überhaupt nicht. Cool, cool. Na dann machen wir uns auf den Weg und wie erreiche ich dich denn am besten, wenn wir Party machen? Hier einfach vorbeikommen oder hast du inzwischen ein Telefon momentan oder was? Ich bin gerade dabei, mir ein Telefon zu besorgen, aber es ist nicht so ganz einfach, weil ich nicht trackable sein möchte. Und das ist heutzutage echt nervig. Wegwerf-Handys. Aber hab hier noch eins. Und das würdest du mir einfach so überlassen, ja? Für dich immer, Baby. Ach, danke, Darling. Und, er grinst über beide Backen. Guckt dann so zu den anderen. Okay, dann gucke ich mir das Handy so an. Und deine Nummer ist ja auch drin, ja? Nummern austauschen. Ja, Moment, ich tippe die ein. Tipp sie ein. Okay, ich nenne die Nummer Schatzi. So, dass er es sehen kann. Schatzi, Hasi, Hoppi. Genau. Am besten du auch nicht meinen richtigen Namen, nur für Sicherheit, zur Sicherheit nehmen. Einfach irgendwas. Okay. Cool, dann kannst du mich hier rüber auf jeden Fall erreichen. Mega gut. Dann bis zur Party. Bis zur Party. Und viel Spaß. Ja. Setzt sich den Helm auf, steigt das Motorrad und die fünf brausen wieder davon. Yay, mit dir, Zepan. Ronald kriegt zu viel. Ja. Der Dicke ist die ganze Zeit noch im Wohnzimmer rumgelungert, oder? Er hat durchs Fenster geguckt, hat Angela beobachtet. Also nicht durch, es gibt ja keine Fenster, aber er hat dann an der Tür gestanden, hat Angela beobachtet. Okay. Okay. Dann gehe ich danach wieder rein. Und tue so, als wäre nichts gewesen. Was wollten Sie? Streik. Dein Nanny-Typ hat sich auch nach mir erkundigt. Das war doch der auch dein Stalker hieß. Ja. Das war doch der. Und ich habe eine Adresse. Wunderbar. Wo wohnt er? Dann sage ich die Adresse. Direkt neben dem Park. Alles klar. Dann sehen wir uns vielleicht später wieder. Und ich rufe noch, könnte aber auch sein, dass er gerade im Krankenhaus liegt. Ich werde schauen, wo er ist. Ja. So, folge ich ihr jetzt oder nicht? Das ist die große Frage, ja. Ich glaube, ich folge ihr tatsächlich. Mhm. Und zwar jetzt auch nicht so. Ich möchte eigentlich hauptsächlich Rückendeckung nehmen. Ich möchte jetzt nicht so das Rampenlicht klauen oder sowas in der Art. Ach egal. Ich meine, ich bin mir sicher, dass sie es mitbekommen wird, dass ich ihr folge, aber ich tue es einfach trotzdem. Also wie geht Samantha denn los? Mit Auto oder? Zu Fuß. Zu Fuß. Sie muss vorher noch an der Telefonzelle vorbei. Die wenigen, die es hier gibt, ja. Ja, dann sieht Isaiah, wie Samantha relativ eilig aus dem Haus läuft. Kurz danach. Angela, der ja.
ich bin ja jetzt nicht super versteckt. Sehen die mich? Weiß nicht, achtet ihr da drauf? Anscheinend nicht. Also ich denke, wenn du jetzt wirklich offensichtlich vor deiner Haustür stehen würdest oder sowas in der Art, dann würde ich dich wahrscheinlich sehen. Aber sobald du irgendwie versteckt in der Ecke oder sowas stehst, dann würde ich aber nicht gar nicht drauf achten. Da würde ich so aus den Schatten raustreten und den beiden zuwinken. So. Das sind ja dann doch so die, mit denen ich noch am ehesten was zu tun haben will. Okay. Ja, mit Sam jetzt nicht unbedingt, aber man nimmt, was man kriegen kann, ne? Na gut, wenn das kann ich nicht verstehen, du bist gemutet. Wenn ich sehe, dass du winkst, dann hebe ich auch so eine Hand und sage, ach hey. Was waren das für Typen gerade? Das war eine ganze Gang. Deine Freunde? Ja. Eieiei, treibst dich mit Leuten rum. Ja, aber immerhin können sie helfen. Wir haben nämlich herausgefunden, du, warte mal, weiß Isaiah ja von dem Stalker? Ja, ne? Meine schon. Zumindest ich meine, das letzten Mal. Okay, gut. Wir haben herausgefunden, wo ihr Stalker abhängt. Und dem geht jetzt ein Besuch abstatten? Ja. Sam war da tatsächlich sehr motiviert, direkt hinzugehen. Und ich glaube, ich möchte für ein bisschen Rückendeckung sorgen. Für den Fall, dass da doch irgendwas schief geht. Ah, dann. Lass dich schon wenig aufhalten. Mach ich nicht, dann gehe ich. Kannst natürlich auch mitkommen. Also er guckt so über die Schulter. Er weiß möglicherweise zu viel von uns. Ja, weißt du, ich glaube, ich würde einfach mitkommen. Ich habe sowieso nichts anderes vor. Was soll's? Lass einfach jemanden um die Ecke bringen, gemeinsam. Solange John nicht mit euch rumhängt im Moment. Nee. Der Dicke. Naja. Und dann macht er so eine Handbewegung nach ihm, Madame. Und, ja, dann gehe ich. Wahrscheinlich werden wir Sam jetzt auch gar nicht mehr unbedingt sehen. Aber ich weiß ja, wo er wohnt, also würde ich dann einfach die Richtung einschlagen. Gut. Ja, dann kommen wir wieder zu Ronan, der einen relativ ruhigen Tag verlebt. Und irgendwann ja wieder seiner Routine nachgeht und irgendwie rausgeht und seine Kneipe besucht und so weiter. Mhm. Ja. Da ist, krieg ich zufällig mit, dass es bei der Gang jetzt noch mehr brodelt? Nee, nicht wirklich. Also es ist, okay. die Infos sind gleich. Also. Okay. Es kommt dann als nächstes ein illegales Autorennen. Achso, das gab es ja schon. Ja. Also er kurft dann auch tatsächlich vor allen Dingen bei der Stadt einfach rum. Das ist halt auch so ein Ding. Mhm. Er fährt dann halt einfach rum, guckt mal, ob er da oder da was sieht, was aufschnappt. Mhm. Und der macht das halt auch, um die Stadt halt wirklich irgendwann die ganzen Routen, Schleichwege und so weiter halt auswendig zu kennen. Ja, mach dann mal eine Probe auf Wits und Awareness. Wits und Awareness. Da. Eins, zwei, drei, vier sehe ich, ne? Genau. Drei, acht, eine, zehn. Dann siehst du irgendwann eine. Ja, du fährst da gerade so durch die Straßen und meinst dann auf einer Parkbank also zumindest eine Person zu sehen, die dir bekannt vorkommt.
nämlich Jelly. Sitzt auf einer Parkbank und neben ihr sitzt irgendwie eine merkwürdige Gestalt, die so einen Trenchcoat anhat und den Kragen so hochgeklappt hat. Und okay. Aber habe ich noch nie gesehen, die Gestalt. Nee. Die verabschieden sich gerade und Jelly verschwindet. Irgendwo zwischen den Häusern. Die Gestalt bleibt noch sitzen und guckt ihr hinterher. Okay. Dann würde ich da erstmal halten und mal gucken, ob die Gestalt in ein Auto steigt oder... Ja, die Gestalt steht erstmal auf und du siehst, dass es ein relativ großer Bursche ist. Ein Afroamerikaner, und dir kommt das Gesicht von der Zeichnung schwerartig bekannt vor. Okay, das ist jetzt ungünstig. Dann würde ich den erstmal vom Wagen aus beobachten, was er tut als nächstes. Er läuft dann auch in Richtung so einer dunklen Gasse. Also im Gegensatz zu Jelly. Waffe entsichern. Rona, du lernst es auch nicht. Aussteigen, Verfolgung aufnehmen. Also ich versuche das unauffällig. Ja, dann mach mal Stealth und Dexterity. Ich würde gerne einen Willpower einsetzen. Das ist zum Wiederholen, ne? Zum Würfel wiederholen. Ah, stimmt, stimmt. So. Stimmt, du kannst stimmt, allerdings stimmt. Dein Loot ziehen und dann deinen Dexterity steigern. Mit einem Rouse-Test. Achso, ja, dann einen mach ich Würfel das mal. Extra nehmen dann. Erstmal den Rouse-Test, ne? Mhm. Ja. Bist hungriger? Ja, ein wenig läuft's. Aber du kriegst den extra Würfel. 1, 2, 3 Erfolge. Ja. Wie man das halt klassisch kennt, der huscht von Schatten zu Schatten, bewegt sich sehr langsam. Und falls der mal stehen bleibt, würde ich dann Verdunklung 1 einsetzen. Ja. Okay. Wir springen noch mal ganz kurz zu Angela, Sam und Isaiah. Also Sam eilt ja vor. Und hat wahrscheinlich noch gar nicht richtig mitbekommen, dass Angela und Isaiah hinter ihr her sind. Was ist der Plan? Der Plan ist, eine Telefonzelle zu suchen und Ronan anzurufen auf dem Weg Richtung dem Apartment. Ja, dann findest du die Telefonzelle. Dann wähle ich seine Handynummer. Ronan, hast du immer auf lautlos? Oder soll ich dir für einen Gesichtswürfel würfeln? Das ist ein Fall für den Gesichtswürfel. Ich weiß nicht, was der mir sagt. Der guckt so böse. Dann ist es auf jeden Fall, denke ich, Vibration. Dann ist so ein... Okay. Das ist der verdunkelte Ronan in der Ecke. Und dann auf einmal macht es... Und zack, bricht die Verdunklung. Und du siehst die Gestalt vor dir, wie sie langsam den Kopf in deine Richtung dreht. Ich bin weg. Also, er wird dann quasi sich einfach um die nächste beste Gelegenheit herumducken. Siehst du halt jetzt irgendwie auch, dass die Pupillen von dem wirklich stierend weiß sind. Kurz hat er zum Lächeln angesetzt und auch die Zähne sind irgendwie weiß. Richtig, das, was sich auf diesem schwarzen Gesicht halt richtig abzeichnet. Ja. Konnte ich bei dem Schnellen jetzt sehen, ob er atmet? Ich denke, du warst mit anderen beschäftigt gerade. Okay, was auf die Distanz und so, das ist wahrscheinlich nicht richtig. Gut, kein Thema. Läuft's weg? Ja, Sam, es meldet sich keiner.
Dann eben nicht. Ja, also ich, also das ist, den jetzt gerade. Den jetzt gerade tatsächlich, weil es ist scheiße. Ja, der sieht ja, ne, Sam. Du siehst die Telefonzelle. Stimmt, Telefonzelle, ja. Ah, Kacke. Ja. Springt um eine Ecke, geht dann lallend ans Telefon. Mhm. Also, falls der Typ halt hört, beamt er jetzt einen Betrunkenen. Mhm. Baby. Ich weiß, wo Nanny wohnt. Ich gebe ihm die Adresse. Ich bin auf dem Weg dorthin. Tut mir leid. Ich habe dir gewarnt, dass es für ihn unschön wird, wenn ich ihn in die Finger bekomme. See you. Klack. Fuck! Ja, er rennt zum Wagen, startet den und fährt zu der. Um zum Wagen zu laufen, musst du halt um die, ja, die Ecke wieder rumbiegen, aus der Gasse raus und läufst dann fast gegen diese große Gestalt gegen. Hat ja hervorragend funktioniert. Ja, du bist halt jetzt auf nahe, weil du bist ja halt fast gegen ihn gegengelaufen, hast gerade noch abgebremst und der beugt so den Kopf so runter, macht einmal so. Wer bist du? Torkelt dann so gegen ihn so ein bisschen. Streckt so die Hand aus, legt die so um deine Kehle. Dann würde ich die Knarre ziehen und auf seinen Bauch richten. Überleg dir gut, was du tust. Du siehst keine Miene, die sich, also so dein gesamtes. Also er hat weder, yeah, ich hab ihn gekriegt, noch irgendwie, der hat eine Knarre, noch sonst irgendwas. Sehr emotionslos, kalt. Wollte ich auch gerade sagen. Ah, doch kein Betrunkener. Wer bist du? Ein Wanderer. Warum folgst du mir? Weil du auffällig bist. Folgst du allem, was auffällig ist? Ronan verzieht ein bisschen das Gesicht. Meistens ja. Er saugt nochmal so tief Luft ein. Und scheint dann so an dir herumzuschnüffeln. Also er kommt immer noch ein bisschen auf Tuchfühlung, schnüffelt. Ey, pass auf, du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Und alles ist cool. Es ist dann cool, wenn ich weiß, wer du bist und warum du mir folgst. Gedanken, okay, Sam ist jetzt schon auf halbem Weg, das wird richtig knapp vermutlich, toll. Und binde mir bitte keinen Bären auf oder so. Ich kann riechen, was du bist. Ronan lächelt. Du hast damit eben gesprochen, den ich kenne. Ist das so? Ich wollte sicher gehen, dass sie nicht in Gefahr ist. Und was ist sie für dich? Wichtig. Was mich zur nächsten Frage bringt, wer bist du? Und was machst du in meinem Revier? Zieht eine Braue hoch, überlegt mal kurz, wo er sich befindet, plantechnisch. Günstige. Wer angrenzenden Gebieten neben dem von Veronica. Wer müsste hier das Sagen haben von den Kaniten?
Dieses Gebiet gehört Malcolm. Der rechten Hand des Sheriffs. Aber gesehen habe ich den noch nie, ne? Ja, auf den Papierzeichnungen. Ja, aber ich wusste, also ich habe den Namen gehört, aber ich habe bislang kein Gesicht richtig gehabt. Man sagt immer, wenn man ihn sieht, dann stirbt jemand. Hey, toll. Also man sieht es in seinem Gesicht arbeiten. Ich bin Ronan und dann müsstest du Malcolm sein, habe ich recht? Mhm. Also ich bin hier nicht so der Anti-Gebäude-Pinkler. Ich lerne die Stadt kennen. Hm. Richtig kennen. Bist noch nicht lange hier, nicht wahr? Tremere, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Ein paar Monate. Das erste Mal, dass er so ein bisschen das Gesicht verzieht, so bei Tremere. So. Ronan zuckt mit den Schultern und also macht den Sicherungsbolzen so wieder auf die Knarre und steckt sie tatsächlich auch weg. Weise. Hey, unser Eins soll sich nicht umbringen. Außerdem, ich bin tatsächlich nicht auf Ärger aus. Sondern auf Schutz der jungen Frau. Ja, tatsächlich schon. Und da ist auch Ronans Gesicht sehr ernst. Dann sei dir sicher, dass sie sicher ist. Er guckt ihn so an. Das hoffe ich. Fürs Erste. Das hoffe ich sehr. Sonst was? Sonst weine ich mich vielleicht in den Schlaf. Bestimmt. Du solltest dir beibringen, nicht zu auffällig zu sein in dem Revier von territorialen Vampiren. Roman verzieht wieder das Gesicht. So, dieses, ich hab's ja versucht. Manche lernen Lektion nicht so schnell. Leider. Mhm. Außerdem nicht jeder kann sich seinen Clan aussuchen. Er zwinkert ihn so halb zu, so. Ist das so? Mhm. Was soll mir das sagen? Ich beurteile mein Gegenüber normalerweise immer nach der Person, nicht nach dem Clan. Oder dem Beruf oder sonst etwas. Viele verstecken sich hinter Symbolen. Richtig. Viel befahrene Straße, ziehen wir uns zurück. Aha. Ja, Sam, Angela und Isaiah. Habt ihr jetzt eigentlich aufgeholt zu mir? Ich bin nicht besonders schnell gegangen, einfach nur. Habt ihr sie irgendwann in der Telefonzelle gesehen? Könnte sein, ja. Na gut, dann habe ich euch da wahrscheinlich auch gesehen, als ich aufgelegt habe. Was wollt ihr hier? Das Ganze hat uns alle angefangen zu übertreffen, an dem Zeitpunkt, an dem dieser Typ John mit einer Schrotflinte in den Bauch geschossen hat. Ich bin auf jeden Fall hier, um aufzupassen, dass nicht doch irgendetwas Unerwartetes passiert. Und wenn etwas Unerwartetes passiert, dass wir helfen können. Ich brauche eure Hilfe nicht.
Ich würde trotzdem lieber sicher gehen. Dann tut, was ihr wollt. Ich bin nur hier, weil das mein Areal ist und ich gerne vermeiden möchte, dass Maskeradebrüche geschehen. Ernsthaft? Und das von dir? Okay. Also er gibt so ein ganz breites, joviales Grinsen und zuckt so die Schultern. Tut, was ihr wollt. Ja. Und ich laufe weiter aus Sam hinterher. Der Park ist übrigens nicht mehr in eurem Gebiet, ne? Der ist in dem Gebiet von Veronica. Wir überlassen dir aber natürlich den Vortritt. Ja, also ich würde weitergehen. Geht weiter und wenn ihr ja jetzt länger läuft, kommt ihr dann auch an dem Gebäude an. Also wo Angela die Adresse hatte. Stand da auch eine Nummer drauf, in welchem Apartment? Ja. Wunderbar, dann würde ich erstmal unten klingeln. Mhm. Keine Antwort. Kriegt man die Tür auf? Wie oder versuchst du das? Abgeschlossen? Also es ist unten abgeschlossen. Ja, Wie groß ist das Apartmentgebäude? Also wie viele Parteien, wie viele Klingeln hat es? Dann würde ich einfach bei irgendeiner von den Adressen klingeln. Ja, kommt so ein unmotiviertes, summendes Geräusch von der Tür. Ja, super. Das läuft ja besser, wie gedacht. Dann gehe ich rein. Ich nehme an, wir folgen. Ja, wenn du zu dem Apartment rübergehst, wo du die Nummer von hast, siehst du, dass die Tür ziemlich gelitten hat. Also die ist nur so provisorisch zugemacht. Prima. Dann schaff's ich's ja sogar vielleicht, diese Tür aufzukriegen. Das kriegst du ohne Probleme auf, ja. Wunderbar. Dann dreh dich die Tür ein. Ja. Und geh rein. Ja, stehst in der Diele. Hörst noch irgendwo so ein Fernseher gebabbelt. Dann geh ich dahin, wo das Fernsehgeräusch herkommt. Was machen die anderen? Bleiben die draußen stehen? Nö, ich bleib so immer so drei bis fünf Meter hinter Sam. Mhm. Ich bleib draußen an der Tür und stehe, schmiere. Nochmal Wits Awareness, Sam. Ich würde dann übrigens auch ganz gerne mal checken, ob irgendwo vielleicht Sicherheitskameras oder sowas hier sind. Vier, ja. Und Angela macht dann einmal... was nehmen wir denn da? Wits und... Wits und Awareness kann man auch nehmen wegen Sicherheitskameras. Ja. Larceny könnte man auch nehmen. War gut, was du besser hast. Ich habe jetzt Awareness genommen und 3 Erfolge. Ja. Du siehst auf dem Flur eine Sicherheitskamera. Die milde vor sich hin blinkt. Ein ganz altes Modell. Okay. Das würde ich zumindest erstmal als Heya zukommen lassen. Mhm.
Ja. Wie? Bitte? Wie würdest du mir das zukommen lassen? Ja, ich meine, du bist ja zumindest ein paar Schritte mehr in der Wohnung. Ich hätte dann einfach die Schritte weg reingegangen und hätte dir auf die Schulter getippt und einmal dahin gezeigt. Kamera. Schlecht. Richtig. Sam hört Geraschel aus einem der hinteren Zimmer. Dann mache ich mich auf den Weg dorthin. Immer dem Geräusch nach. Siehst noch irgendwie wie, also hörst dann irgendwie so ein Schiebgeräusch, wie als wenn jemand ein Fenster hochschiebt. Und dann siehst du, wenn du die Tür zu dem nächsten Zimmer aufmachst, noch so zwei Fußpaare so irgendwie über die durch das Fenster verschwinden. Hinterher. Ja. Ich denke, du bist schneller als er, wenn ich seinen Zustand so im Gedächtnis habe, und landest mit ihm auf einer Ebene draußen auf der Feuertreppe und siehst halt, der hat halt geschientes Bein, so halb eingegipst, und guckt dich jetzt so mit großen Augen an. Was willst du von mir? Nix, nein, gar nichts. Echt. Lüg mich nicht an. Wie hast du mich gefunden? Das tut nichts zur Sache. Ich will wissen, warum du mich verfolgst. Weil wir zusammengehören? Wie kommst du auf so eine absurde Idee? Du hast mir die Zeichen zugeworfen? Was für Zeichen sollen das gewesen sein? Ich habe dir einen Drink ausgegeben und wir haben geflirtet und getanzt und so. Das habe ich mit vielen Männern gemacht. Ich weiß, die sind alle nicht mehr da. Das ist nicht wahr. Ja, bei einem habe ich es noch nicht geschafft, aber das kriege ich noch hin. Ich muss dich leider enttäuschen. Es sind zwei, die noch da sind. Zwei? Ja, du mieser kleiner Versager, kriegst eben nichts richtig auf die Reihe. Zwei? Ich guck gerade total verwirrt. Wer ist der Zweite? Der eine ist dieser... Weißt du, was wir jetzt machen? Schnösel, mit dem du rummachst. Na, ich bring dich, kleines, krankes Arschloch, jetzt zur Polizei und dann kannst du denen deine Geschichte erzählen. Was willst du ihnen erzählen? Dass du mich verfolgst und das alles darauf hindeutet, dass du in deinen Augen Rivalen um die Ecke gebracht hast. Kannst du was beweisen? Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Doch, da sind zwei Zeugen, die das gehört haben. Oh. Und wir strecken so die Köpfe hinter der Tür vor. Hi! Also er steckt so den Kopf raus und sagt, Sam, ich glaube, die Polizei ist keine gute Lösung. Ich glaube, dafür gibt es eine sauberere Variante. Wer ist das jetzt? Ist das der Zweite? Das ist mein Anwalt. Ich bin sicherlich nicht, bin ich der Zweite. Nimm es mir nicht krumm, Sam, sicher in einem anderen Leben, aber ich bin nicht der Zweite. Ich bedenke aber, dass da immer noch die Kamera war. Ja, im Flur, ne? Ja. Ja, sag mal, ich gucke runter zu dem Typen, diese Kamera, ist das deine? Hä? Im Flur. Vom Apartment. Wo geht das Video hin? Zum Hausmeister. Ist der hier im Haus? Ist ein älteres Haus oder ist das so modern, dass das irgendwie... Ja, ist ein relativ modernes Haus, ja, aber... Wahrscheinlich wird das irgendwo in der Zentrale landen oder so.
Wie gesagt, ich denke, es gibt eine saure Variante. Was schwebt dir vor? Wir sorgen dafür, dass er dich vergisst. Das schaffst du nicht. Ich würde es gerne versuchen. Niemand kann sie vergessen machen. Eigentlich eine gute Idee, aber wenn das wahr ist, was dieses Würstchen hier behauptet, dann hat er einige Menschen auf dem Gewissen und das sollten wir nicht einfach so durchgehen lassen. Hast du dann vielleicht ein paar Narben, die man den Polizisten zustecken kann, um das abzugleichen mit ungeklärten Todesfällen? Ich würde ihn ein bisschen schütteln, wenn er nicht von alleine antwortet. Find's doch raus. Ist doch so klug. Und das an dem Moment, wo Sam überlegte, mit wie vielen Männern sie in ihrem Leben getanzt hat. Das kommen einige zusammen. Und die den Namen weiß. Ich habe immerhin dafür gesorgt, dass sie weg ist von den allen. Sie kriegen sie nicht, aber ich krieg sie. Du hast damit nichts zu tun, dass ich aus Sacramento verschwunden bin. Ach ja. Und wer hat deinen Lover in den Wagen gebracht? in den Wagen, der verunglückt ist? Meinst du den Krankenwagen? Ja, klar meine ich den Krankenwagen. Ich weiß gar nicht, warum er noch überhaupt noch aufstehen konnte und das überlebt hat, was ich mit ihm mache. Aber irgendwas stimmt eh nicht mit euch. Guckt so Dr. Angela und Isaiah an. Ich fühle mich eigentlich ganz stimmig. Ein gutes Leben. Wie gesagt, Sam, hol ihn doch einfach wieder rein und dann können wir darüber in Ruhe reden. Kannst du das Auto herholen, Isaiah? Sehr ungern, da ist eine Kamera im Gang. Ich könnte mir gar nichts antun. Wirklich, lass mich das übernehmen. Das ist eine Sauerei. Wir sind hier bei Veronica. Deshalb sage ich ja, kannst du bitte das Auto holen? Dann fahren wir dorthin. In Ordnung. Wo es niemanden stört. Siehst du, sie will mit mir alleine sein. Ja. Freu dich auf deine traute Zweisamkeit. Also er nimmt sich irgendwo aus irgendwie so ein Küchentuch. Nimmt sich so ein mannsgroßes, so eine Decke, hält die vor sich, geht raus. Bindet die um die Kamera und dann reißt er die runter. Mhm. Ja, und kein Problem. Dann geht er das Auto holen. Mhm. Ja, das dauert ja eine Weile. Was machen die Frauen währenddessen mit dem Kerl? Ich würde wieder in die Wohnung ziehen und ihn mal praktisch verpacken. Praktisch verpacken. Ja, okay. Ich halte mich da erstmal raus, außer ich werde um Hilfe gebeten. Da musst du dir die Finger nicht damit schmutzig machen. Das Einzige, was ich mich dann noch frage, ist, warum hast du eigentlich nach mir gesucht?
Weil du mit ihr rumhängst. Was machst du eigentlich mit ihr? Ist das so ein Gay-Scheiß? Liebe. Ich glaube, ich würde tatsächlich mal so dafür verpasse ich ihm eine. Schade. Ich hätte jetzt erstmal für ein paar Sekunden mitgespielt, aber. Nein, nennen wir das Ganze mehr so Wohngemeinschaft. Mir geht es nicht darum, dass ich damit ein Problem hätte. Mir geht es um diese Ausdrucksweise, die der Typ benutzt. Ja, aber von dem erwarte ich ehrlich gesagt gar nichts Besseres mehr. Ja, der Kakko hat da schon einen guten Punkt gerade. Wish fulfillment. Naja, ihr könnt ja euch ja mal überlegen, was ihr macht. Währenddessen schalten wir nochmal zu Ronan, der jetzt in die Seitengasse dem Karl folgt. Ja, also Ron denkt sich so während des Marsches, okay, ich gehe mit dem vermuteten Malcolm, der quasi der Engel des Todes zu sein scheint, und die rechte Hand vom Sheriff, den auch noch nie einer gesehen hat, aber von dem jeder Angst hat, in eine dunkle Gasse, ganz allein. Und mein einziger Lichtblick ist, dass er Jelly nicht umgebracht hat. Ich hab sie doch nicht mehr alle. Was sind so seine Gedanken, die er so hat? Aber er macht genau das, aber dann einfach quasi mit so Buddy, Best Buddy-mäßig, weil das mit dem Riechen hat ihn nämlich stutzig gemacht, weil also Ronan würde jetzt von dem Gangbull ausgehen und da geht er davon aus, der ist schneller im Verfolgen. Also Und du weißt, dass die Gangbull nicht Mitglied der Camarilla sind. Was aber auf Individuen nicht unbedingt zutreffen muss. Das ist richtig. Jeder Sheriff braucht auch deinen Bluthund. So ganz blöd gedacht. Ja. Ja, kommt mit in die tolle dunkle Gasse. So. Und die ist dir jetzt wichtig. Und du bist ihr was? Freund? Sire? Zuck ein bisschen mit den Schultern. Ich versuche sie zu beschützen, okay? Warum? Sie ist ein... Du weißt, was sie ist, oder? Welcher Clan bin ich nochmal? Verrat's mir doch. Ja, ich bin ein Tremere und ich habe sehr früh von ihrem Blut einmal gekostet. Aha, war's schön. So ein bisschen mit den Schultern. Naja, interessant trifft es eher. Im Entgleisen so ganz kurz die Gesichtszüge, dass du die Augen schließt und dann wieder aufmacht. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, wenn du so willst. Dann ist sie also auch schon etwas länger hier. Wir kamen mit einem Bus in der Stadt an. Und ein Tremere, der ein Dünnblut schützt. Dass ich das noch erlebe? Pass auf, mein Clan ist mir absolut scheißegal und ich habe auch nicht drum gebeten, aber... Aha. Die Dinge sind so, wie sie sind. Ich versuche das Beste aus dem zu machen, was ich habe. Aber deswegen verändere ich nicht das, was mich ausmacht oder was mich als Mensch ausgemacht hat. Eine noble Aufgabe. Schwerer, als ich ursprünglich dachte. Aber ich weiß, was sie ist, ja, und ich weiß, was ihr blüht, wenn das nach oben dringt.
Und mir ist auch klar, was mit denen passiert, die einem dünnen Blut Unterschlupf gewähren und es nicht melden, geschweige denn markieren. Richtig. Also ist jetzt wohl eher die Frage, was willst du jetzt tun? Aufhalten kann ich dich mit Sicherheit nicht, also. Du bist derjenige, der dem Dünnblut Unterschlupf gewährt. Warum? Gib mir einen Grund dafür, dass ich dich nicht ausliefere. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die ausfindig zu machen und zu bestrafen, die unser Eins ans Messer liefern. Ich will wissen, was in dieser Stadt vor sich geht, und zwar wirklich vor sich geht. Und ich will jene, der, er macht mal so Gänsefüßchen, Gerechtigkeit übergeben, die andere Kaniten an die Inquisition verraten. Und Jelly ist dann etwas dran. Aber etwas, was die Stadt betrifft. Und es ist aber immer noch keine, es ist eigentlich eher ein Grund dafür, dich erst recht auszuliefern. Ronan lächelt dann und meint dann so tatsächlich schon was trocken, weil ich glaube, dass du eine gute Menschenkenntnis von deinem Gegenüber besitzt. Wenn du es nicht tust, versprichst du dir etwas davon. Wenn du es tust, ebenso. Wie man es dreht, du gewinnst. Ich gewinne wie? Nun, lieferst du mich aus, bekommst du Bonus. Vielleicht sogar Anerkennung. Je nachdem, was dir wichtig ist. Ordnung. Ordnung. Tust du es nicht, schulde ich dir was. Ein ganz einfaches Ding. Und wenn ich wenn wir etwas ans Tageslicht fördern und das in die richtigen Ohren bringen, kann das auch von Vorteil für dich sein. Schuldest mir also was. Ich stehe hier noch. Und da alle Angst vor dir haben und sagen, dass man keine Begegnung mit dir überlebt. Ja, ein hilfreicher Ruf, den ich mir da aufgebaut habe. Ich hatte als Mensch schon einen sehr guten Instinkt für Situationen, und egal wo man sich befindet, es geht immer um dasselbe. Was habe ich davon, wenn ich das oder das tue oder nicht tue? Gezuckt wieder mit den Schultern. Das, was ich will, ist Ordnung in dieser Stadt und nicht Kahlschlag oder Revolution oder sonst irgendein Krieg. Das will ich auch nicht. Dann sind wir uns ja einig. Ich möchte, dass in dieser Stadt jeder in Ruhe leben kann, der es möchte. Jeder, der sich an gewisse Gesetze hält. Ich töte diejenigen, die es verdient haben, Tremere. Tja, dann haben wir ja was Gemeinsames. Vielleicht. Die Frage ist nur, wer einschätzt, wer sterben muss und wer nicht. Tja, an sich würde ich es.
bleiben wir dabei, dass du mir etwas schuldest und ich würde diesen Gefallen gerne sofort einlösen. Hey, Ronan hebt beide Brauen. Ja. Hör auf zu forschen. Nach was zu forschen? Nach dem, was die Stadt angeht. Das, was du gerade gesagt hast, was dich treibt. Ich würde mal gerne Wits Insight machen. Mhm. Motive erkennen. Ja, das ist bei ihm sehr schwer. Ja, das ist kein Thema. Ich kann es ja versuchen. Wie gesagt, bei der ganzen Unterredung verzieht sich seine Miene kein Stück. Das ist kein Thema. Versuchen macht klug. Mhm. Ich will jetzt aber das Tier nicht noch mehr reizen. Jetzt bin ich halt nachher hungrig, ne? Bis zum geht nicht mehr. Richtig. Wie viel Hunger hast du denn jetzt gerade? 3? 2. Guck mal, das ist ein Beast-Crit. Ja, er schaut ihn dann an. Wie macht das Biest denn das? Also es übernimmt in diesem Augenblick dein vampirisches Ich und schafft es halt spektakulär. Ja, das ist so, dass also Ronan schaut ihm dann zum ersten Mal also richtig in die Augen. Also er hat immer ins Gesicht geguckt, aber nicht gezielt in die Augen, weil er weiß, dass das die meisten Leute nervös macht. Jetzt schaut er tatsächlich direkt in seine Augen. Er hört auf zu atmen, also wie er das halt sonst macht, damit er halt rauchen kann. Er wird blasser. Die Lippen ziehen sich leicht zurück. Die Schultern gehen ein Stück hoch. Und die Augen kriegen einen seltsamen Glanz, also werden viel heller, als sie es sonst eigentlich sind. Und die Zähne kommen leicht zum Vorschein. Die ganze Haltung wird ein bisschen verkrampfter, als sie direkt anstarrt. Mhm. Und dann möchtest du was herauskriegen? Was ist seine Motivation dahinter, mir das zu untersagen? Also, warum... Gedanken lesen kannst du damit ja jetzt nur nicht. Nee, aber man kann halt einschätzen, ob das eher... Also, ob die Motivation dahinter ist, dass er selber was untersuchen will, dass er da, dass es halt so ein Schuldaufflackern gibt oder sowas, also ein Verbundenheitsgefühl, oder ob es tatsächlich Schutz für mich sein soll. Weil das kann man dann, wie gesagt, als Profiler, was er ja war. Ja. Ich denke, dass es wird durchflackern, dass er dir damit eher einen Gefallen tun will. Was für Ronan halt weiter heißt, dass er das auch Jelly sagen muss, weil sie sonst auch in Gefahr ist. Also was auf jeden Fall durchkommt, dass er versucht, hinter dieser Maske, die er da trägt, die wird halt in dem Moment jetzt mit dem Wurf auf jeden Fall relativ, obwohl er es halt ja versteckt, dass dahinter was steckt, was nicht, also er versucht ja darzustellen, dass er emotionslos, kalt und einfach nur ein Killer ist. Mhm. Und das fällt so ein bisschen ab mit dem Wurf, den du da hast. Du siehst, dass da schon, da ist Berechenbarkeit auf jeden Fall. Der weiß genau, was er tut. Ja. Aber er ist nicht kalt. Es ist eine Maske auch, die er trägt. Mhm. Ja. Also es ist keine Maske, die er aufhat, ne? Aber es ist halt. Aber, ne? Dann wird er halt auch sehen, so wie die Zähne sich leicht zeigen. Das ist jetzt halt kein Angriff, aber das kennt er vermutlich. Ja, dann schüttelt Ron kurz den Kopf. Wie um was zu verscheuchen. Nickt dann langsam und streckt die Hand aus. Wir haben einen Deal. Ich vertraue dir.
Gut. Reicht dir auch die Hand, das ist halt so eine große Pranke. Mhm. Also nicht so wie immer vom Dicken, aber es ist halt schon irgendwie, der ist halt, merkst du auch irgendwie austrainiert. Und wenn es ginge, würde ich, aber das ist halt nicht möglich. Ich würde Jelly gerne wirklich schützen, aber das kann ich nicht wirklich, hundertprozentig. Jelly ist sicher, solange sie in meinem Gebiet ist und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Dann werde ich ihr mal einen Tipp geben, dass sie besser die Füße stillhält. Es schadet nicht, wenn sie den Tipp von mehreren Seiten hört. Gut. Wir haben uns nie getroffen, Ronan. Ich bin total gut bei spontanem Gedächtnisschwund. Das denke ich mir. Ja, und der läuft, geht so einen Schritt zur Seite, geht so an dir vorbei. Mhm. Wenn du ihm nicht hinterher guckst. Doch, weiß nicht, klar. Guckst du ihm hinterher, dann geht er dann halt die Gasse runter. Mhm. Scheiße. Verschwindet hinter der nächsten Ecke. Scheiße, habe ich Durst. Und Scheiße, was für ein creepiger Typ. Und Scheiße. Sam! Ja. Ja. Dann sprintet er zum Auto und rast los. Ja. Ja, währenddessen bei Sam und Dr. Angela. Gut, ich würde weiter darauf warten, dass Isaiah mit dem Auto kommt. Ja, der wird dann garantiert irgendwann auch auftauchen. Hattest du Ronan die Adresse genannt? Ich hatte Ronan die Adresse genannt. Ja, vielleicht kommt er gleichzeitig mit Isaiah an. Das glaube, das kommt von der, passt so von der, vom Zeitpunkt ganz gut zusammen. Tatsächlich mit quietschenden Reifen, weil er so viel Zeit verloren hat. Dann wird die Wagentür aufgerissen und der stolpert halb raus, als dass er läuft. Mhm. Ich denke, wenn ich höre, dass da Reifen quietschen ist, würde ich dann auch mal aus der Wohnung rausgehen oder zumindest rausgucken, was da vorne passiert. Dann kommt zuerst dieser alte Wagen von Ronan und dann später der Wagen mit Isaiah an. Rons Wagen kenne ich halt nicht. Genau. Der hält ein uralter Dodge. Genau. Und es steigt jemand ziemlich hastig aus und läuft irgendwie Richtung Eingang. Ja. Ich so, oh Scheiße, ich glaube, irgendwer hat mitbekommen, dass hier was nicht ganz in Ordnung ist. Also der Typ. Warum? Ja, ist das jemand mit quietschenden Reifen angefahren gekommen und er scheint gerade auf uns zuzulaufen? Wie sieht er aus? Was trägt Ronan gerade? Naja, also in seinem normalen Outfit, das heißt, man sieht halt einen dunkel gekleideten Mann mit einem großen Hut, eine Fluppe, die so beim Rennen aus dem Mund fliegt, Drei-Tage-Bart, ja, und in einer Straßenlaterne, falls eine ist, vorbeikommt, sieht man hier halt Tätowierungen. Da würde ich jetzt erstmal nicht drauf achten. Ja. Wahrscheinlich. Bist du groß oder? Mittelgroß, allerdings könntest du die Polizeimarke sehen, die er ständig dabei hat, an seiner Seite. Ich glaube, es ist ein Polizist, dunkel gekleidet. Bulle. Das ist jetzt. Na gut. Die Polizei ist mir auch recht. Dann solltest du besser verschwinden, Angela. Ja, verschwinde, Angela. Halt die Fresse. Versuche ich mich gerade zu schlagen. An dem Moment steigt sie ja auch aus und läuft quasi auf das zu euch. Schön, so beide parallel. Ich steig einfach mal hinten aus dem Fenster auf diese Feuertreppe raus. Ich laufe zwar noch nicht ganz weg, aber ich verstecke mich da hinten.
Wenn ich Isaiah sehe, bleibe ich erstmal, werde ich langsamer. Ah, Ronan. Schönen Abend. Was machst du denn hier? Komm mit, Ronan, wir können deine Hilfe brauchen. Und ich gehe in das Haus rein. Und wir gehen so die Treppe hoch und du siehst halt so an jeder zweiten Treppe ist halt so eine Kamera aus der Halterung gerissen worden. Und am Fuß der Treppe liegt quasi so eine Decke. Ich schüttel kurz den Kopf. Und außerdem, ich wollte mir noch die Nummer vom Hausmeister und von der Firma aufschreiben, die hier die Videobänder verwaltet. Ja, kein Ding. Ja, dann kommt das her mit dem Polizisten da oben. Ich rufe so in euch, ich sage so in die Wohnung hinein, Ronan ist hier. Ja, sehr gut. Auch schon. Du siehst übrigens dann so diese rausgetretene Tür, in die ich so reinspreche und dann kommt Sams Stimme. Bitte, nach dir. Okay. Ja. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Kurze Zusammenfassung. Nanny, das ist der Dritte. Ronan, das ist Nanny. Angela, das ist Ronan. Ronan, das ist Angela. Sie ist nett. Das ist der Stalker. Ronan kriegt so einen fiesen Blick von dem Stalker. Ich habe nur Spaß gemacht wegen dem Dritten. Das ist ein Bulle. Also normalerweise finde ich es immer sehr abturnend, wenn Leute mich nett nennen. Ja, dann steige ich wieder durch das Fenster rein. Also er wendet sich ganz Angela zu und sagt, ich habe dich auch nicht antören wollen. Wenn ich das wollen würde, würdest du das merken. Isaiah, gib mir einfach den Autoschlüssel und dann könnt ihr das hier in Ruhe ausdiskutieren. Nein, ich habe heute noch etwas vor. Also Angela sieht halt jetzt eher die Tattoos hier auf den Knöcheln, ist Hope tätowiert. Du siehst, dass mein Blick so ein bisschen an dir runter und wieder hochwandert. Ich muss kurz grinsen, trotz der Situation. Ja, ich habe weitläufige Tattoos. Ja, da bist du nicht der Erste, den ich gesehen habe. Ich sehe ja, der Schlüssel. Also dieser Privatdetektiv, oder? Ich fahre dich. Nimm ihn mit. Ich mach das alleine. Hi. Ja. Hi. Ich würde... Naja. Haben wir denn jetzt mittlerweile beschlossen, was genau wir tun? Also ja, guckt so auf den Schlüssel, guckt zu Sam und sagt so, naja. Bist du sicher, dass du nicht jemanden dabei haben möchtest? Keine unnötigen Zeugen. Und es soll sich keiner die Finger damit schmutzig machen müssen. Dann wirft er den Schlüssel zu und sagt, tu nichts, was ich nicht auch machen würde. Ich würde den Schlüssel fangen, den Typen noch knebeln und dann die Treppe runterschaffen. Was genau habt ihr jetzt vor? Das wüsste ich auch gerne. Ich kann es mir vorstellen. Nein, ich glaube, eigentlich würde ich es gar nicht wissen. Ihr könnt ja Ronan erzählen, was dieses Herzchen hier so getan hat und ich kümmere mich um ihn. Ich gucke mich ein bisschen in der Bude um, ob der hier irgendwie dokumentiert hat, was er so gemacht hat. Er hat vorhin gestanden, dass er einige von Samanthas Freunden, Tanzpartnern, Flirt, Personen, was auch immer, abgemurkst hat. Mieke bleibt sofort stehen. Und Sam ist entsprechend nicht begeistert. Ist euch denn eigentlich klar, dass ihr gerade einen Serienkiller eingewickelt habt? Ja. Ja. Na, ich wollte es ja nur sagen. Ja. Was meinst du, was Sam mit dem jetzt macht?
Ich wollte ihn ja zur Polizei bringen eigentlich, aber dann haben sich noch andere Sachen ergeben und die Beweislage ist auch ein bisschen dünn. Ich würde gerne trotzdem jetzt einmal die Wohnung durchsuchen nach irgendwie Hinweisen oder Dokumentation. So Leute legen doch immer irgendwie so Tagebücher an. Ja, definitiv. Du findest auch so ein kleines Samantha-Schrein. Oh, creep! Yikes. Besonders auffällig ist, findest du zwei Namen, die immer wieder auftauchen, auch gerade jetzt in den letzten Einträgen, und zwar Joe Miller und Sandra. Joe Miller und Sandra. Mhm. Okay. Also, was ist der Plan, Sam? Und dann mit genauen Adressen und Tagesablauf, vor allen Dingen der Joe Miller scheint dem ziemlich ein Dorn im Auge gewesen zu sein. Ich kümmere mich um ihn. Mehr musst du nicht wissen. Und du bist ja schon unterwegs und Carsten ja gerade schon runter, während Icea dann noch sucht. Genau, ich würde mir gerne alles unter den Nagel reißen, was der an Informationen da produziert hat. Mhm. Ja, das sieht ein bisschen danach aus, als hätte jemand komplett das Leben von Samantha einmal dokumentiert. Praktisch. In der Tat. Das reiße ich mir jetzt alles unter den Nagel. Tutto komplett. Ja. Findest du nicht, dass das alles ziemlich privat ist, Isaiah? Absolute. Ich betreibe hier Beweissicherung. Ich denke, die Beweise sind in Samanthas Händen besser aufgehoben als in deinen. Ich bringe sie ihr gerne vorbei. Sie ist ja gerade beschäftigt. Gut, dann werde ich aufpassen, dass nichts Schlechtes mit diesen Unterlagen angestellt wird, bis du sie ihr zurückgebracht hast. Sicherlich. Würdest du es für schlecht befinden, wenn ich daraus ein Dossier zusammenstellen würde, das die Taten dieses schrecklichen Serienkillers, wie Ronan ihn so höflich tituliert hat, zusammenfasse und an eine Zeitung schicke? Denn schließlich könnten wir damit einen etwaigen Selbstmord von diesem Typen glaubwürdiger machen. Ich schaue zu Rowan rüber. Ich glaube, sowas ist irgendwie mehr deine Sache, oder? Du bist gemutet. Natürlich bin ich das. Ich schaue gerade so ein bisschen hin und her. Was ein Scheißtag. Dossier ist gut. Ist immer gut. Ich war mal Profiler, man könnte es stichhaltig machen. Dafür müsstest du dir das angucken, was er da hat. Ne? Ja. Sonst halt zwischen Tür und Angel. Weil ich war halt mal Profiler, ich kann sowas. Selbstmord, ja. Wäre denkbar. Wir könnten sogar ein Bekennerschreiben aufsetzen. / Selbstmordnotiz. Ein Abschiedsbrief. Bist du etwa gut da drin, Dokumente zu fälschen? Dazu kann ich keine Aussage machen. Mir persönlich wäre es lieber, das sauber zu lösen. Ich würde dafür sorgen, dass der Typ alles vergisst, was mit Sam zu tun hat, und wir gehen unserer Wege. Aber ich glaube, Sam hat da einen persönlichen Stake drin. Das Problem ist halt auch, selbst wenn er Sam vergisst, wer sagt, dass er dasselbe nicht mit einer anderen Person danach tut? Die Welt ist grausam. Der Roden hebt eine Braue.
langsames Nicken. Und es ist sauberer für uns. Nichtsdestotrotz, im Moment, nachdem ich jetzt die Kameras abgerissen habe, besteht sowieso nur noch eine Lösung. Ich muss zu dieser Hausmeisterfirma fahren und die Bänder requirieren. Und dafür sorgen, dass ich nicht hier auftauche. Möglicherweise wäre ich in der Lage, da ein falsches Bild reinzuspeisen. Wenn ich an der Quelle bin. Ja, oder wir löschen einfach die Bänder. Ja, das fällt eher auf, als man eine gute Störung gibt. Wenn dieser Typ hier verschwindet, dann fällt das sowieso auf. Das stimmt. Der hat Geld. Dann ist das viel gesprungen. Der hat extrem viel Geld. Der hat extrem viel. Wirklich? Wir sollten Sam vielleicht davon überzeugen, ihn ihr gefügig zu machen. Er ist extrem reich. Ich muss noch mal kurz mit Sam reden. Das könnte doch praktisch werden. Ja, was macht Sam denn in der. Du verschnürst ihn irgendwie, packst ihn ins Auto, oder? Runter. Genau, ich schmeiß den in den Kofferraum und dann würde ich gern mit ihm losfahren. Ja. Soll ich einen Gesichtswürfel würfeln, ob Isaiah noch rechtzeitig ankommt, bevor du losfährst, oder willst du es bestimmen? Mach doch, gib doch einen Gesichtswürfel eine Chance. Ja. Da. Was sagt er dir? Dass ich noch rechtzeitig losfahren kann? Sehr gut. Dann nehme ich mir Ronans Auto. Ah, verdammt. Ich habe den Schlüssel nicht. Ronan! Ich drehe mich nochmal zurück und sag ins Treppenhaus Roman. Kümmerst du dich um die Videos? Ich muss mit Sam reden. Bis später. Und dann ist Isaiah weg und sucht sich einen fahrbaren Untersatz. Gibt es hier nicht diese Elektroroller? Ich hab so eine E-Roller-App auf meinem Smartphone. Das ist zu links für Texas, glaube ich. Grün versiffte Scheiße ist da. Kann ich einen Pickup-Truck verdammt. Wer beschließt Ronans Auto kurz? Das nimmt er persönlich. Ja, er kann keine Autos kurz schließen. Oder vielleicht kann er es schon, aber. Ja, genau, zeitlich zu früh für Roller. Ja, genau. Taxi dauert zu lange. Ich weiß nicht, wo Sam hinfährt. Sie fährt weg. Kann ich den Roller kurz schließen oder so? Kann man das irgendwie. Ich suche einen fahrbaren Untersatz. Was muss ich da suchen? Steht eher kein Roller rum. Ah, schade. Ich weiß nicht, da. Was macht Ronan denn? Weil wenn der mithelfen möchte bei dieser wunderschönen Sache, könntest du vielleicht doch seinen fahrbaren Untersatz machen. Ja, er ist ja losgerannt und meinte, ich soll mich um die Kamera kümmern. Jetzt steht Ronan da rum. Dreht sich zu Angela dann um. Also er joggt einfach zur nächsten Straße und sucht sich ein Taxi und sagt, folgen Sie diesem Auto. Welches Auto? In der Hoffnung, dass er sie noch erwischt. Mitten in der Nacht? Ja. Ja, ich denke, Sam wird davon kommen, ohne dass Isaiah da hinterherkommt. Ja, so, wo fährt Sam denn hin? Sam fährt raus zum Canyon. Da, wo er die andere Leiche auch entsorgt hat. Ja. Traue ich Isaiah nicht so richtig. Meint er so zu, mein Wunder zu Angela? Da tust du auch gut dran. Ich würde dann irgendwann, ja, nachdem ich einsehe, dass ich sie nicht mehr kriege, würde ich zurück. Wir sollten aber wirklich gucken, ob wir das mit der Sicherheitskamera irgendwie hingebogen bekommen. Ja. Du hast gesagt, du kannst da irgendwie falsche Bilder einstellen. Wenn ich an der Quelle sitze, ja. Also du meinst mit Quelle, aber nicht ich müsste die Kamera, schon sondern dann die Firma. Die Kamera ist jetzt vermutlich in der Fritten. Es sei denn, der Film die Aufzeichnung funktioniert noch irgendwie oder ist drin gespeichert. Wann würde ich mal zu dieser Kamera gehen und mir die angucken? Kommt drauf an, wie topmodern die ist. Nee, das ist halt so eine uralt
Kamera, habe ich ja schon vorher gesagt. Eben. Ja, also aber die ist schon, also da gehen schon Datenkabel von weg, ja. Also es ist ja nicht eine Attrappe oder so. Ja. Gingen mal, die sind jetzt abgerissen. Ja, ja, aber in der Wand sind die ja immer noch. Ja. Das heißt, ich müsste hier die Zentraleinspeisung und das da versuchen zu faken. Ja, ich kenne mich ja nicht so gut mit aus. Wenn du nicht gerade einen guten Hacker kennst, der das so irgendwie hinkriegt. Nee. Tja, dann muss es so sein. Toll. Der Abend wird immer besser. Ich freue mich in Keks. Immerhin sind wir ihn los, weil dieser Typ hat uns echt Probleme bereitet. Ja, das. Aber wenn er ein. Die Stimme wieder. Wenn er ein Serienkiller ist, ich finde, dann haben die ganzen Opfer auch irgendwo Gerechtigkeit verdient. Und die Familien der Opfer. Hättest du das nicht sagen sollen und irgendwie so beeinflussen sollen, bevor Sam abgehauen ist? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das sie interessiert hätte. Wahrscheinlich nicht, aber jetzt darüber nachzudenken, ist halt zu spät. Wir können mit den Daten, die wir haben von ihm, eventuell aber trotzdem eventuell Nachrichten schicken an die Verbliebenen. Naja, dafür müsste ich wissen, wer das alles ist. Alles kompliziert. Also mit Blick auf die Uhr unterbreche ich eure Gespräch jetzt mal und mache nochmal mit Sam vom Abschluss weiter. Was hat Sam denn jetzt vor mit dem armen Kerl? Ja, ich bin noch ein bisschen überlegen, wie schlimm wir es treiben sollen. Oha. Ich habe es gerade schon geschrieben. Zweites. Ja, ich tendiere auch zu dem Zweiten eigentlich. Hm. There's no way that could go wrong. Gut. Dann fahre ich mit dem raus zum Canyon. Mhm. Du solltest vielleicht vorher noch Baumarkt vorbeifahren. Du meinst, um ihn da irgendwo festzumachen? Der Percy wendet ein, what would Bruce do? Das ist mir in dem Fall völlig egal. Ich habe Bruce schon geschrieben, dass es mir echt leid tut. Naja. Ja, stimmt. In den Baumarkt fahren ist eine gute Idee. Dann fahre ich in den Baumarkt. Besorg Ketten. Ein Bohrer. Also eine Bohrmaschine. Und irgendwie Bohrer, mit denen man Stein bohren kann. Und noch ein bisschen andere Werkzeuge. Weiß ich, irgendwie eine Schippe. Ja. Ein paar Holzlatten. Ja. Long story short, was passiert? Ich werde ihn austrinken. Ich werde ihn verwandeln. Und dort richtig schön am Boden festmachen. Dass er sich den nächsten Sonnenaufgang ganz intensiv anschauen kann. Okay. Ja, angekettet, halb eingegraben oder sonst irgendwie den jungen Vampir in der Wüste zurückgelassen.
Läuft Sam mit einem genugtuenden Gesichtsausdruck vielleicht? Nein. Nicht? Nein. Sondern? Sie hasst sich dafür. Mit einem grimmigen Gesichtsausdruck. Zurück zur Straße zum Auto. Ja. Steigt ein, lässt den Motor an, fährt zu. Zurück nach Hause vielleicht. Oder zurück zur Wohnung, wo auch immer hin. Ich glaube, ich würde mal gucken, ob ich noch genügend Geld finde, oder mir auch irgendwo ein Zimmer in einem Motel zu nehmen für eine Nacht. Naja, du hast gerade ziemlich viel Knete im Baumarkt gelassen, aber ja. Vielleicht hatte er noch Geld in der Geldbörse. Auch bestimmt, ja. Mhm. Auf jeden Fall bekommt Samantha dafür einen Strain. Ja. Und nimmt sich dann ein Motel. Ronan, Angela und Isaiah werden damit, glaube ich, kein Problem haben, die Männer zu löschen. Das können wir jetzt auch mal abkürzen. Und dann spielen wir beim nächsten Mal dann da weiter. Ja. Samantha kehrt diesen Tag über nicht heim. Mal sehen, was passiert. Als die Sonne aufgeht über der Stadt ohne Namen und irgendwo in der Wüste Dinge passieren, die besser keiner sehen sollte. Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen und fürs Zugucken. Krass, krass, ja. Der arme Stalker. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Was sagt euch das, Jungs da draußen? Lohnt sich nicht das Verbrechen, ne? Wäre er mal ein Serienkiller gewesen, wäre das nochmal was anderes gewesen. Ja. Hätte man ja auch mal überprüfen denken können, ob er dann nicht einfach nur angibt, aber gut. Ja, don't mess with Sam, hat Chroma gelernt, ja. Das ist gut, genau. Don't mess with Sam, ja. Verbrechen lohnt sich nicht, ja. Also wenn die mir noch einmal kommt, mit von wegen Maskerade, Leute töten. Das hat ja keiner von euch mitbekommen. Also das hat keiner von euch mitbekommen und es ist, glaube ich, auch nichts mehr von ihm übrig. Ja. Gute Möglichkeit, Leute loszuwerden. Ja, richtig. Da guckt auch direkt einer nach, wer Sam denn ist. Sehr gut, Dollar Power erstmal. Es muss ergänzt werden, ja. Evil Sam vielleicht, ja. Ja, cool. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen, vielen Dank fürs Zugucken. Heute viel los im Chat, viele Zuschauer. Danke dafür. Alles, was bleibt, sind Asche und Staub. Ja, exakt. Ein bekannter Spruch einer Tremere-Gelehrten. Genau. Eigentlich nicht Asche und Staub, sondern Blut und Sand. Ja, ich fand es jetzt aber ganz. Ja, vielen Dank an euch, irgendwie auch an die Koala-Kraul-Aktion zwischendurch. Danke. An die neuen Follower. Denke, dann es hat euch gefallen, sonst würdet ihr keinen Follow dalassen. Wenn ihr das hier später guckt auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie ihr es fandet, oder einen Daumen hoch oder beides. Und über Feramin läuft die ganze Zeit die Adresse vom Nerdpol durch. Wenn ihr mehr Rollenspiel-Streams sucht, dann schaut da doch mal vorbei. Und da findet ihr jede Menge andere Rollenspielgruppen, unter anderem auch andere Vampire-Runden, wenn euch nur das interessiert, oder halt alles mögliche andere. Und wenn ihr da was seht und sagt irgendwie, die spielen gar nicht mein Haus- und Hofsystem, dann meldet euch doch an und bietet auch was an, dann haben wir das auch. Ja. Und in 2 Wochen würden wir eigentlich ganz gerne weiterspielen, aber
In 2 Wochen ist leider die NerdCon. Leider. In Anführungszeichen, in sehr großen Anführungszeichen. Ja, ist die NerdCon und da werden wir dann am Sonntag höchstwahrscheinlich nicht spielen, weil dann habe ich 3 Tage in Folge 24/7 gespielleitet und ich glaube, dann bin ich Sonntag tot. Irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann ist auch mal gut. Das heißt, wir sehen uns mit Blood and Sand erst wieder in 4 Wochen und machen dann vielleicht sogar einen kleinen Zeitsprung. Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Das muss noch verhandelt werden bis Weihnachten. Das heißt, wir werden dann beim nächsten Mal bei dem Elysium oder so weitermachen. Ja, mal sehen. Wer weiß, wie wir das alles hinkriegen. Ja. Gut, gut. Ja. Dann frage ich mal in die Runde, wo findet man Feramin, wenn man sie sucht? Und wo kann man sie das nächste Mal bewundern? Morgen bei Rerion mit Vampire Dark Ages. Mit einem Charakter, der bisher noch keinen Menschen getötet hat, dafür einen anderen Vampir diabloriert. Das alles in den ersten Folgen schon. Goddammit. Ich muss mich ranhalten. Heißt ja nicht umsonst ja. Dark Ages, ne? Ah. Für den Fall, dass ihr mehr auf etwas Märchenhafteres steht, sieht man mich mit Beyond the Wall bei Azrael morgen. Spielen wir wahrscheinlich die letzte Runde vom Feenhandel. Wie gesagt, da geht es nicht ganz so dunkel zu. Ja. Manchmal braucht man auch ein bisschen Licht zum Ausgleich, ja. Und Rerion sieht man dementsprechend dann auch morgen, nicht wahr? Mensch, Quali, jetzt wurde es schon mal erwähnt. Ja, morgen wieder pünktlich, hoffentlich 20 Uhr, Dark Ages Vampire Transsilvanischen Chronik nach der unglaublich beliebten Version Rerion. Ja. Ich blende auch die Kanäl-Links auf jeden Fall auch wieder in dem i ein. Das heißt, da könnt ihr dann nachgucken, wo man den Rerion findet oder den Azrael, damit man Lilio zugucken kann. Und ja, oder unten drunter ist eine Linksammlung mit allen möglichen Nordpol-Rollenspiel-Streamern, die ich so kenne oder die der Nordpol so kennt. Und wenn ihr jetzt hier auf Twitch guckt, könnt ihr den Bot nochmal fragen. Wenn ihr da Ausrufezeichen Rerion eingibt, dann findet ihr Rerions Kanal auch noch. Und wenn ihr Ausrufezeichen, Moment, was ist der Punkt, das Command? Ausrufezeichen Linkliste eingibt, dann findet ihr auch eine Liste zu den ganzen Nordpol Twitch-Kanälen und YouTube-Kanälen. Genau. Genau, da wird der Rerion schon aufgerufen. Genau, da findet man den Rerion, wenn man ihn denn suchen will. Alles klar. Und genau. Vielen, vielen Dank. Den Segen der Nacht wünsche ich euch da draußen. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Wenn ihr den Araiguma übrigens gucken wollt, der spielt aus nur bei mir. Wir haben einen Exklusivvertrag weiterhin. Ja. Der kriegt da auch kein Geld für. Ich krieg da nur private Feinde für im RP. Ich krieg so der John, das ist eigentlich überhaupt nichts, hat nichts mit Samantha zu tun. Das ist eigentlich mein privater Gegenspieler quasi, der Antagonist, der nur für mich aufgebaut wurde. Naja. Wisst ihr Bescheid. Irgendwen muss ich ja aufbauen, wenn ich von dir keinen Hintergrund bekomme. La 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 la. Ich muss da mal weg. Ja. Und die muss los. Ja, alles klar. Also nochmal danke fürs Zugucken, danke fürs Mitspielen. Wir sehen uns dann in 4 Wochen wahrscheinlich wieder, wenn alles klappt, zu Blood and Sand und dann einem größeren Stream mit einem Elysiumsbesuch oder so. Ja, macht's mal gut. Bis die Tage. Ciao. Ciao, ciao, ciao.